Kopf jetzt, mir ist glaube ich ein Ötterli Ausgehustet? Ja, es kommt nochmal. Ich schnuff nochmal einen Schluck ein. Läuft alles? Läuft alles. Bild? Super. Jetzt hervorragend. Ton? Kristallklar. Also. Bam! Matteo! Freust dich? Also, wie soll ich? Lass mich auf die Aussehen, als hätte ich mein Leben lang nicht anders gemacht als Koks. Nein, jetzt haben wir es ja extra angepasst. Nein, aber ist schon, weißt du, ich meine, schau mal, ich sehe aus, als hätte ich eine Wachsmaske von mir selber an. Aber das ist mein, nein, das ist mein Fehler. Aber weißt du, was ich geil finde? Du hast auch so eine Schnauze, die eine Wachsmaske hat. Immer in diesen Wachsmuseen ist genau so, alles, was mit Bartwuchs zu tun sieht hat, so schlimm aus. Sieht ganz schlimm aus. Nein, wenn ich eine Wachsfigur hätte, sie würde nach Russland fliegen und am Gérard Depardieu seine Sackhorn auch auf meine Wachsfigur da drauf kleben. Das ist, was sie würde machen, weißt du, ich meine. Machst du irgendetwas in die Schnauze drin? Ha? Machst du irgendetwas in die Schnauze drin? Viel schlechte Laune, ja. Ja, so Creme, Wachs, Öl ist auch beliebt Öl. Nein, nein, für das ist Bartöl. Das ist, wenn man wirklich oder etwas vorzuweisen hat. Oder so ein Schnauzzwiebler, aber das ist, glaube ich, auch wieder so eine Paste. Dass ich was genau kann machen kann, Hochwasserhose, Birkenstöcke und dann irgendwie, keine Ahnung, in einem... Ah, dann musst du nicht mich fragen, ich frage ja dich, du hast Schnauz. Nein, Leute, die sich da Schnauzzwiebeln investieren in Bambus und irgendwie, ich weiß auch nicht, alte bauen ihr Velo selber zusammen. Mm-mm. Hast du gewusst, dass der Schnauz... Warte jetzt, nein. Kinnbart-Freistil, so heisst Disziplin. Der Waldmeister vom Kinnbart-Freistil ist ein Metzger aus Frick oder Gipfoberfrick. Ich glaube sogar Gipfoberfrick. Geil, ne? Natürlich, Gipfoberfrick. Und zwar als Metzger. Was ist Kinnbart-Freistil? Der hat dann so einen hohen Schnauz, wo wenn er damit zwei Haarspraydosen braucht, um den dann so breit zu machen, dann kann er nicht mehr durch die Tür laufen, sondern muss sich immer so drehen, dass er überhaupt durchkommt. Und sonst bindet er das so zusammen zu so einem komischen Bart, den er dann irgendwie noch einpacken muss, weil er ist ja fucking Metzger. Also willst du ja nicht irgendwie, wenn du zu ihm gehst, dann seine Haare im... Das ist das Highlight von seinem Leben. Definitiv. So am Stammtisch. Einmal im Jahr, dass du die Schnauze mal gerade sprayen und danach wirst du Weltmeister. Das sind so, nein, das ist so die Guinness-Buch der Rekorde-Eintrag, wo so alles nach grössten Monster-Truck, schnellste 100 Meter, sind einfach Leute, wo einfach zu wenig Aufmerksamkeit in ihrer Kindheit bekommen haben. Weißt du, ich meine, wenn du der Weltrekord bist für... der Comedian. Nein, aber ich will doch nicht in dem goldenen Buch stehen, weißt du, ich meine. Ja, aber du willst ja auch auf der Bühne stehen und irgendwie eine gewisse Zuneigung vom Publikum kriegen. Ja klar, ein Stück weit schon. Aber ich kann nicht den Weltrekord für am meisten Bettflaschen aufblasen, während ich, was weiß ich, eine Schwimmbrille nachhabe. Aber wenn du jetzt nicht das Talent hättest, um auf der Bühne zu stehen, vielleicht gehst du dann zu der Bettflasche und die aufblasen. Jo, aber das ist ja so gesucht. Ich meine, wenn du am Weltrekord mitmachst, schon am meisten Regenschirm gleichzeitig aufgemacht, Alter, ist auf die Vater nicht daheim als Kind. Es ist einfach... Nein! Was bringt das? Du hast den breitesten Schnauz, wirklich? Cool. Ja, dann musst du zuerst wachsen lassen. Ja, das stimmt. Nein, der Punkt ist, ich bin oft hässig, weil ich es nicht. Das ist... Du hörst es schon raus. Du wirst auch nie haben. Nein, ich meine, schau das mal an. Das ist... Weißt du, was passiert, wenn man einen Lollipop auf den Teppich lässt fallen? Das ist, was da passiert ist. Das ist, was da... Schau mal das an, ich habe mich nicht richtig rasiert. Ja, das musst du schon ein bisschen drehen. Ja, schön. Das ist eine richtige... Es ist so lächerlich, mein Bartwuchs, dass man es nicht mal sieht. So, ich habe mich da nicht rasiert und alle so, ich sehe gar nicht. So, ja, das ist was. Das habe ich aber auch so. Wenn man sagt, oh, schau mal, 3 Tage Bart, sage ich, sicher 3 Wochen jetzt gegangen. Nein, nein, das ist das Produkt von seit 2017 nicht mehr rasiert, Freunde. Das ist, this is as good as it's gonna get. Vor allem, so eine Schnauze haben bei mir Schulkollegen schon mit 12 gehabt. Ich habe einen gehabt, der ist mit 13 Vollbart. Ja. Yeah. Klar, er ist von irgendeinem gekommen, was ich seine Geburtsurkunde nicht gehabt habe. Ich denke, ist er wirklich 13 oder schon 23? Erste 2000 als Geburtsdatum. Ja, nein, ich meine, er hat den Stimmbruch gehabt und einen Vollbart, während ich noch mit Zahn unter das Kopfkissen gelegt habe. Mhm. Und wir sind in der gleichen, er war in der Parallelklasse von mir. Ich habe ihn angeschaut, wie ein Alien. Ich so, okay, gut, nein, in dem Fall nicht.
Aber es ist ein bisschen, keine Ahnung, er hat überall Haar gehabt, es ist ein bisschen wirr gewesen. Vielleicht hat er sogar den Guinness-Rekord von den meisten Haaren. Für die meisten Haare, voll. Zum jüngsten Zeitpunkt. Anatolischer Bigfoot, Alter. Zum jüngsten Zeitpunkt. Hast du früher auch immer so ein Guinness-Buch geschenkt gekriegt? Einmal. Ja? Einmal. Und dann habe ich durchgeschaut und gemerkt, so, das ist Bullshit. Und ich hatte so eine Violette, wo noch so einen 3D-Effekt vorne drauf hatte, so Kugeln, wo je nachdem, wie das dreht ist. Das haben sie ja alle, oder? Ah, so ab einem gewissen Punkt haben sie das alle gehabt. Ja, das ist das, was ich hatte. Und das ist dann wirklich so, die ersten 20 Seiten bist du mega fasziniert und dann befindest du auch so, aha, der längste Wurm zusammengesetzt aus irgendwelchen Kartonröhrchen. Geil. Hey, Daddy left early. Es ist... Und jetzt cool. Ist jetzt eine Fernsehshow, hast du die mal gesehen? Wo sie irgendwie Guinness-Rekord haben wollen aufstellen während der Fernsehshow. Oh, das ist das Beste. Und der Reinhold Beckmann hat es moderiert. Oh, ich liebe es. Und dann machen sie die längste Pizza und irgendein Arschloch stolpert rein und macht so 600 Kilo Pizzateig zunichte. Und du siehst so der Pizzaiolo, wo so, das ist sein Lebenswerk gewesen. Und eigentlich. Ja, genau. Und dann so, hey, im Fall, nein. Das merke ich aber, weißt wenn du für etwas so heftig quasi Zeit, auch Geld und die Fliss investierst und dann geht einfach so die Werke kaputt. Das habe ich habe jetzt die Formel 1 Doku geschaut, hast du die gesehen? Mm-mm. Ich habe sie 100 Mal Wellen schauen, meine Freundin immer sagt, nein, das hat Autos. So, das hat Räder. Okay. Scheiße. Ja, ich finde es nicht so spannend. Was ich dort erst gemerkt habe, ist, logischerweise, auch früher, ich habe zu Formel 1 geschaut, ich glaube sogar 3 Jahre habe ich am Stück immer Formel 1 geschaut. Und dann ist es trotzdem so, jemand gewinnt und die Mechaniker, die feiern das ja dann. Und ich habe das immer so gesehen, so, ja, wie halt im Fußball, wenn irgendwie jemand Meister wird und dann kommen die Fans. Und erst jetzt, als ich die Doku geschaut habe, ich gemerkt, fuck, das ist ja wirklich, weil das ihr Herzblut ist und die Tag und Nacht für nichts anderes irgendwie schaffen, als um irgendwie den scheiß Carbonflügel richtig aufs Auto zu montieren. Aha. Also ist das wirklich denen ihres Ein und Alles? Und es hat so eine tragische Komponente denn drin, wenn ein Auto crasht. Weil du einfach so merkst, so, oh mein Gott. Das ist ihres Leben, voll. Eben. Aber ich denke auch so, hey, solltest du wirklich so hart zelebrieren, wenn der Dude, der sein Leben riskiert und mit 300 km/h um die Kurve fährt und du bist der Typ, der mit dem Akkuschrauber macht und dann kommst du so, das ist ich, oder? Nein, es ist der Lewis Hamilton. 99% ist der Lewis Hamilton. Nein. Und 1% bist du. Nein, es ist schon mehr als 1%. Klar, du musst eine gute Crew haben für den Boxenstopp, weil das macht ja mega viel aus. Und du musst jetzt erstmal ein geiles Auto haben. Ja, aber das ist ja die Firma dahinter. Das ist ja Mercedes. Ich denke immer so, ja, das ist etwas, was ich seit Kind nicht verstanden habe. Mein Großvater hat immer Formel 1 geschaut. Mhm. Mein Großvater hat auch die wirre Sportarten geschaut. Also, Formel 1 und irgendwie Kunstfliegen und Curling? Nein. Ja. Wird Curling am Fernsehen übertragen? Oh, und wenn es kommt, ein Kollege und ich, wir können uns komplett einsteigen. Bei der dümmsten Sportart am Fernsehen können wir uns nicht. Aber spielen. Curling, denke ich mir so, wieso habt ihr ein Slow-Mo? Das ist bei mir. Nein, bei Curling sind sie das. Ich habe das beim ersten Mal nicht verpasst. Wieso muss ich jetzt nochmal zuschauen, wie der Typ das Ding loslässt und im Hintern reinschaut? Und in Slow-Mo fucking gewischt wird, weil ich mir denke, nein, aber hey, weißt du, was ich das Geile finde? Schon vor Covid hat ja Curling so gut wie keine Zuschauer, dass du dann immer so hörst, was? Wenn sie irgendwie entweder schreien, sie sollen los, oder sie sollen jetzt schrauben, oder ich weiß auch nicht genau, was sie immer schreien, aber du hörst immer mega klar. Was ich an Curling hart respektiere, ist, wie solid bleiben die mit normalen Schuhen auf dem Eis stehen. Mhm. Das ist wie, sie rennen und dann machen sie einfach so der fucking Running Man ohne Bewegung und sie einfach so, ja, sie sliden einfach so, bist du mal auf Eis, jetzt muss ich auf Eis leiden. Wie der Super Mario und Luft. Ciao, Steißbein. Sully. Nein, einmal Formel 1, was ich als seit Kind nicht verstanden habe, ist, wieso macht Renault dort mit? Ferrari, Mercedes, verstanden. Ja. Yeah. Aber wer schaut sich das Renault Formel 1 Auto an und denkt sich so, und ich kaufe mir jetzt einen Megan. Niemand. Ja, yeah, ich glaube schon. Ich glaube schon. Und zwar nicht so bewusst. Mhm. Aber du hast jetzt Renault erwähnt, zusammen mit Ferrari und Mercedes. Renault sind die einzigen, sage ich jetzt mal, wo du dir auch dann kannst leisten. Vielleicht sind Renault so scheiße, weil 50% von ihrem Budget reinfließt, dass sie ein Formel-1-Auto haben, dass sie wenigstens irgendeinen Exposure haben. Sie so, unsere Werbung ist kacke, unsere Autos sind kacke, aber wir haben ein Formel-1-Auto. Wobei Formel 1, ich habe mal so Statistiken gelesen, über wie viel Geld generiert. Und zwar generieren null.
Gut. Also es generiert extrem viel, aber Gewinn ist null. Also wie Fußballmannschaften. Das heißt ja, du nutzt es wirklich als Werbeplattform, wo einfach nicht Geld verlieren. Und das ist dann eigentlich noch easy, weil du, wenn du überlegst, wie viel eben Exposure Renault hat, für das ja, ja. Es eigentlich so ein Mikrokosmos, Ökosystem, self-sustainable, was weiß ja. Ich, Recycling-Ding ist. Ich schmeiß zwar mega viel Geld raus, aber genauso viel kommt dann auch wieder rein. Dann musst du sagen, es ist eine gute Werbung. Jo, wenn es funktioniert. Aber wenn Renault dafür berühmt ist, dass sogar ihr Formel-1-Auto die ganze Zeit auseinandergeht, wird schwierig. Gut, Ferrari ist jetzt richtig scheiße da gesehen. Aber Ferrari ist ja generell. Ich habe noch nie. Ich habe noch nie von Ferraris gehört, die so mega langlebig sind. Weißt du, was ich meine? Ich habe noch nie von so einer, hey, haben wir einen F12 gekauft, ich habe 200.000 Kilometer damit gefahren. Sondern es ist immer so, ich fahre 30.000 Kilometer und dann geht irgendetwas ab. Es ist nicht so, das Öl läuft aus, sondern etwas geht auseinander. Das ist eigentlich von jedem italienischen Auto. Noch nie etwas anderes gehört. Ich habe auf einem Fiat gelernt fahren. Du hast, der Gang suchen ist literally Lotto. Du hast können Lotto spielen. Das könnte der erste oder der sechste sein. Der sechste ist zwar da, aber die Kupplung ist so fest aus Gummi, dass ich nicht weiss, wo ich jetzt bin. Hauptsache ab 4000 Umdrehungen kannst du bei einem Fiat immer anfahren. Das ist also die Regel. Mein Vater hat mal einen Alfa Romeo gehabt. Nicht lang, komischerweise. Und ich glaube wirklich das erste Mal, als ich als Kind, bin ich vielleicht 5 oder so, da drin gesessen bin, habe ich nach einer halben Minute den Aschenbecher in der Hand gehabt. Und zwar so wie du ihn nicht haben sollst. Es ist nicht gesehen, kannst du ihn locker auseinandernehmen und nachher kannst du ihn wieder zusammensetzen. Und er ist einfach wirklich rausgefallen. Also, was machst du? Ich denke so, ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, japanische Autos, so gerne asiatische Autos sind berühmt dafür, dass sie lang leben. Also Toyota vor allem sind ultra langlebig. Und Mitsubishi. Mein Großvater hat, glaube ich, immer noch den gleichen Mitsubishi wie 1960. Ja, yeah. Weil du dort, wenn dort der Punkt ist, wenn in Italien, wenn du ein Fiat rauslässt und dann kommt nach einem halben Jahr zurück eine Firma und sie sagen, im Fall Kupplung ist am Arsch, Reifen gehen auseinander, sind sie sagen, was hast du erwartet? In Japan, wenn bei Mitsubishi ein Auto mit einer Fehlermeldung zurückkommt, dann wirst du einfach auspeitscht. Das ist einfach direkt, wieso machen die, das geht nicht, das geht gegen die Ehre, Alter, wir müssen doch... Und wenn es zweiter kommt, wirst du umgebracht. So. Ja, Exekution. Nein, ich bin in Japan gewesen, die pflichtbewussteste Mensch, den ich je gesehen habe. Stimmt das, dass wenn jetzt du als Tourist nicht mehr falsch anstehst, du checkst nicht, dass eigentlich die Schlange für das Ticket vom Bus... Du wirst angeschraubt. Ah, wirklich? Nein, ich habe verstanden. Dann würden die Menschen extra auch falsch anstehen hinter dir, damit du das Gesicht nicht verlierst. Die Menschen ja. Der Typ, der in Tokio am Bahnhof geschafft hat und wir sind... Also. Okay, fang vor. Entschuldigung, der einzige Auftrag, den ich bekomme, ist, klack nicht mit der Uhr auf den Tisch, wir sind 5 Minuten dran. Tack. Mach nochmal. Zuerst noch. Wow, jetzt geht es nicht mal. So. Ich bin mit meinen Großeltern nach Japan 2018, glaube ich. Partytime. Partytime. Dude. Mhm. Sake bis am Bach ab. Geishas, Alter. Wir so in den Bambus-Whirlpools, Alter, am Gönnen. Mein Großvater und ich am Viben zur japanischer Flötenmusik. Erste Wahl, wenn jemand mir würde sagen, mit wem würdest du auf Japan gehen, hat die gesagt, Großeltern. Ja. Weil das ist ja aus Land der alten Menschen. Es ist. Japan ist ja dafür, wenn es dafür gemacht ist, dass du mit alten Menschen da reingehst. Wahrscheinlich treffen sie sogar noch alte Bekannte. Ja. Weißt du noch, vor 150 Jahren haben wir uns doch mal... Genau. Wir haben uns gesagt, trinket grünen Tee, wir leben immer noch, das ist super. Nein, wir sind da, weil meine Großeltern verreisen regelmäßig, sie machen immer wieder so Reisen einmal im Jahr, wo sie wirklich noch immer weit weg reingehen und sich dann wirklich die Kultur, also sozusagen... bei den Leuten gehen leben. Sie haben es in Afrika gemacht, in Südamerika, überall, wo sie halt wirklich eine Reise planen. Sie quasi appropriate. Genau, sie machen Cultural Appropriation. Sie gehen da an und sagen so, ah, okay, cool, mein Großvater, das darf ich auch mal ein Dreadlock haben und ja. Kommen zurück mit Henna-Tattoos, wissen nicht, was es ist. Schau mal, sie sind mega schön angemacht. Und Japan ist so gewesen, so, sie haben mich relativ spontan gefragt, ob ich mitkomme. Mein Bruder und ich sind mitgegangen für 2 Wochen, Reisplan, aber wirklich so nur 2 Tage in einem Ort. Und du hast eh nichts zu tun gehabt. Also von, was, wenn ich der Abflug in 2 Stunden, ich bin dabei. Es ist wirklich so 2 Wochen vor. ich habe wirklich beim Nachtessen gesagt, ich so, willst du mitkommen? Und sie so, komm mit. Und ich so, okay. Und bin ich heim, am nächsten Tag kommt eine E-Mail mit einem Flugticket. Ich so, ah, okay, so ernst haben das also gemeint. Okay, in dem Fall. Und wir sind in Tokio, einmal lange Rede, kurzer Sinn, jetzt am Bahnhof 2 Taxistände. Der eine ist für Japaner und der andere ist für Touris, weil es können mega wenig Leute Englisch dort im Verhältnis. Yeah. Und das bringt dir dann nichts, wenn du dort anstehst und die verstehen wirklich nicht, wo du bist. Yeah. Und meine Großmutter hat gefunden, Taxi ist Taxi. Hat gefunden, look, I don't care. Und ist dort angestanden, ist ein Typ mit einer Schirmmütze dort gestanden, wo
mit allen Mitteln probiert hat, ihr zu erklären, dass sie dort nicht so lang stehen. Mein Bruder und ich so, hey, wir stehen da an und sie so, da ist doch auch ein Taxi. Und dann irgendwann hat er halt einfach schreien. So, Das Beste ist, beim englischsprachigen Taxifahrer sind wir eingestiegen, er hat auch kein Englisch können. Ah, hat er gefunden, ey, ich hole mal gefunden, look, free money, free money. Und dann haben wir uns Visitenkarte vom Hotel gegeben, das hat geklappt. Und dann hat er einfach während dem Fahren wohlgemerkt, ist er da gefahren, hat da sein iPhone in der Hand gehabt und hat auf Japanisch da reingeredet und uns mit Google Translate erzählt, dass jetzt irgendwie seine Kinder gerade Matur machen und so Scheiße. Wirklich? Ja, ja. Er hat auf drei geredet und dann ist so die mechanische englische Stimme so, my daughter is about to graduate high school. Und ich so, oh. Cool. Egal, dass ich jetzt zurücksage, du verstehst es ja nicht. So, gib mir die Handy. Ich mache jetzt, ich weiß nicht mal, ob das ist das unhöflich in Japan? Ich weiß es nicht. Ja, genau, wahrscheinlich heißt es irgendwie noch, ich bring die um mit einem Finger. Genau, da steht Yakuza-Daumen, Alter. Schick mich nicht an mit dem Handy, Alter. Sonst kommen meine Kumpels auf Döff mit Samurai-Schwert. Okay, aber in dem Fall, in dem Taxi-Beispiel hat es effektiv schon zwei definierte Schlangen und du bist auf den, in die, also die Kosmos ist in die falsche gegangen. Ich meine mehr, weißt du, jetzt irgendwie so Bullshit, habe ich mal gehört, wenn du, frag mich nicht, du musst nicht mal ein Busticket kaufen oder irgendwie so, oder du musst eben anstehen für den Bus und du stehst jetzt auf der, irgendwie auf der falschen Seite, dass dann extra alle Japaner auch hinter dir anstehen, obwohl es eigentlich falsch ist, nur damit du nicht... Hätte ich das noch gewusst? Ich war nur falsch angestanden. Eben, nur Starbucks und ich bin in Starbucks dort, wo du den Kaffee abholst. Genau! So. Auch, dass sie zu mir gehen, eine Bestellung machen. Und dann würden alle hinter dir auch extra dort anstehen, damit du nicht... Hoffentlich. Ich sage, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Schau mal, alle Leute machen es wie ich. Ich revolutioniere jetzt hier euer Anstehsystem. Weil bei uns ist ja genau das Umgekehrte. Bei uns tun ja die Leute demonstrativ nebendran stehen und zeigen, da ist eigentlich richtig. Und wenn du dann irgendwie nur würdest etwas sagen, würdest du dann sagen, Entschuldigung. Das Beste in der Schweiz ist, wenn du da eine Schlange hast, an den Wurststand, und dann kommen da Leute, die finden, also wir machen jetzt unsere eigene Schlange. Von der Seite. Und da gibt es jetzt ein Reissverschlusssystem. Genau. Das ist das Beste. Das ist das Beste. Und ich mir denke so, hey, nein. Das ist vor allem jetzt, weißt du, so erster Lockdown, wenn du dann in den Supermarkt schmissen und weil du wegen der 2 Meter Abstand hast du im Gang anstehen. Du bist hat das wirklich je jemand eingehalten bei dir? Ja. Ich bin gleich Hüniger. Anderes Quartier in Basel. 40, 57 ist im Mikro. So, wenn du eine Maske nah hast, sind die Leute so, was ist mit dir falsch, Alter? Anderes Quartier in Basel. Ja. Aber dann hast du wirklich müssen so durch die Reihe anstehen. Und dann hat es natürlich auch Leute gegeben, die so von der Seite reingeswoopt sind. Und dann ist das Nervenkostüm noch ein bisschen dünner. Noch mit Masken, die du frisch anhast und so. Mm. Sprich, dort haben zum Teil aber die Leute noch keine Masken angehabt, du hast ja noch nicht müssen. Erster Lockdown, es hat niemand Masken angehabt. Ja, das ist das Beste gewesen. Hast du auf den Supermarkt können, ohne Maske, und die Leute haben sich gewundert, warum sie sich Leute, die Masken angehabt. Ich so, what the fuck, was ist mit euch? Hey, relax, und jetzt alle Masken. Ich weiß noch, als ich den ersten gesehen habe mit so einer, professionellen, schon fast Gasmaske. Ich weiß nicht, wie die heißen. FFP2. Ja. Die Industriemaske. Ja. Als ich den ersten Mensch gesehen habe mit dem, habe ich gedacht, Scheiße, der sieht aus wie der Bane von Batman. Und das sind aber nicht die gleichen. Ich meine, die weißen. Aha, nein, nicht die Schnabelmaske. Das sind FFP2. Ja. Ja. Nein, sondern wirklich so eine, weißt du, wie so eine Ventil noch hat, dass du wirklich einfach nur so spezifisch hier rausschnuffst. Das ist das Dümmste, weil der kommt ja, du filterst ja dann nicht. Es gibt ja die Leute, die so ein Ventil haben, um so aufzuschrauben. Weißt du, dass ich besser kann schnaufen kann? Und ich denke so, hey, das ist nicht, wie das funktioniert. Also ich meine, dude, wenn du ein Loch in die Kondom machst, dass es sich besser anfühlt, that's not how that works, dude. Schwierig. Dann fließt es besser raus. Ja, weißt du, was ich meine? Nein, sonst funktioniert es ja nicht. Mein Mikro ist das Beste, ist, wenn du hier eine Schlange hast mit so 7 Leuten und dann geht die Kasse auf, dann kommt einfach jemand, der nicht ansteht und rennt dafür. Das ist meine Kasse. Schweizer Leute sind dann zu höflich. Aber die Kassenmenschen, die rufen auch immer so ein bisschen extra die Hinteren. Weißt du, sie können dann auch hier. Ja. Weil sie nie die, weißt du, so kurz bevor sie können Sachen aufs Band tun. Das ist eine der schlimmsten Entscheidungen von meinem Leben. Und ich mir denke so, bleibe ich hier und warte, vielleicht ist er schnell. Oder tue ich jetzt so den gestressten Endgang da über so. Und dort wird man extrem schnell ageist, weil man so findet, sehr nach Alter, ja, warte jetzt, wie alt ist die Person an der Kasse und wie alt ist die Person, die die Sachen auf die Kasse legt? Oh ja. Und aufgrund von dem tust du dann
meistens die falsche Entscheidung treffen. Und wie motiviert ist die Person an der Kasse? Ja. Yeah. Wie motiviert? Ist so eine junge Person, wo so noch, weißt, noch in der Probezeit ist, vielleicht eine Lehre macht und so findet, so, ich mache das motiviert? Oder ist so jemand, der schon seit 15 Jahren vom Elsass über die Grenze fährt und einfach keine Lust mehr aufs Leben hat? Yeah. Und einfach so... Ah, das hat nicht geklappt. Okay, nochmal. Ah, wie korrigiere ich es jetzt? Es ist mir so egal. Stehen alle an. Es ist mir so egal. Also, aber super. Ich habe auch gemerkt, zu motiviert ist auch nicht gut, weil die machen dann auch Smalltalk. Dude. Weißt du, vor allem so in der Quartier, Coop und Migros. Dann geht es ab. Ich sage dir einen Laden, wo du kannst hingehen kannst. Any day of the week. Yeah. Ein Coop pronto. Ich sage nicht genau wo, okay, aber ich sage ihn dann nachher. Yeah. Dort drin schafft ein Typ, wo irgendetwas ist schief gelaufen bei ihm und seinem Distanzgefühl von Leuten. Yeah. Weil du läufst in den Laden rein und er begrüßt dich küssend vor der Kasse, während er Leute bedient. Yeah. Aber nicht so, grüezi, sondern hey, ciao, wie geht's? Was macht deine Mutter? Es ist so, auf dem Level. Und du läufst im Laden rum. Hast du Fußballmatch vorgestern gesehen? Ja, aber so, ich so, kenne ich dich? Und dann gehst du an die Kasse und dann sagt er so, weißt du, dann sagt er so, während du, dann kommentiert er noch deine Einkäufe. Das ist das Schlimmste. Oh, das sollst du eben nicht. Das darfst du eigentlich auf keinen Fall machen. Wenn ich Betty Bossi Spätzle mit Rebpfeffer kaufe, geil, was mir eh Krebs gibt, weil es hat ja alles drin, was nicht gut ist, Konservierungsstoffe und so. Ja, ja, ja. Und also, ist das gut? Das habe ich noch nie gehabt. Weißt du, das ist, wo ich denke, so, dude, red nicht, lass mich einfach machen. Ja. Und dann so, dann packt das ein und dann wünscht du dir noch so etwas auf den Weg, so, schaust du auf dich, gell, und macht noch das. Und ich so, das Fingerpistöle. Dude, nach dem Gespräch gump ich vor der Brücke, bitte, ich komme nie mehr wieder da an. Ich sag dir noch, wo der ist, geh mal da an. Könntest du den interviewen? Ich habe mal an einem Geburtstag hab ich mal einen kennengelernt, der für vielleicht ein halbes Jahr oder Jahr in einem Denner geschafft hat. Und ich habe gesagt, Alter, mach ein fucking Programm. Wirklich. Weil schon nur, was er mir dort an dem oben in einer halben Stunde so für Storys erzählt hat, habe ich brillt vor Lachen. Auf dem Denner? Weil eben Denner ist nochmal speziell, zumindest damals, weiß nicht, wie es jetzt genau ist, aber damals ist so gesehen, der Grund, warum das ja günstiger ist, ist, weil du hast nicht wie beim Coop oder beim Migros oder was weiß ich, für Fachkräfte, da hast du ja jemanden, der nur Regale räumt. Das ist dein Job. Du kommst und du tust Regale räumen. Dann ist jemand anderes, der eben nur an der Kasse schafft. Bla bla bla. Und irgendwie, wo ist es, glaube ich, bei Aldi oder bei Lidl, einen von beiden, kriegst du dann eben sogar eine Ausbildung, indem du die verschiedenen Sachen machst. Und durch das bist du dann irgendeine spezielle Fachkraft, was weiß ich. Und bei denen ist es halt so, Matteo, herzlich willkommen, du kriegst Mindestlohn, sehr wahrscheinlich, für das du alles machst und du bist von Anfang bis Schluss bist du eine Gelei. Ja, das ist ja schön. Coop haben sie, weißt du, so Metzgerei oder frische Abteilung. Bei denen steht auf so der Name in Initialen, dass sie die nicht können nachverfolgen. Steht so M.G. Das ist, ich meine. Ja, und vor allem, damit sie weniger Schildlimien machen. Ja, aber genau, dass sie können Buchstaben sparen, weil Druckerpatronen ist teuer. Und es gibt irgendwann einen anderen M.G. Wenn du nicht mehr dort schaffst, dann kriegt er einfach das Scheiß. Aber auch Sortiment von denen. Es ist Waschmittel im Sonderpaket, so in den, weißt, in den 16 Liter Flaschen, ja, wo du musst ihre Wägele mitnehmen. Ja. Es ist der Alibi-Salat, drei Bananen, jegliche Schnapsorte von der Welt. Ich meine, wer kauft bei denen? Aber dann irgendwie so eine ganz, ganz spezielle exotische Frucht. Das habe ich noch nie gesehen. Doch! Das habe ich wirklich noch nie gesehen. Einfach so, ohne Grund hast du auf einmal. Aber wer kauft bei denen? Alkoholiker? Und irgendwelche exotischen brasilianischen Tänzerinnen, weil der Denner verkauft brasilianische Bulli und sie wollen ja local shoppen. Das sind die zwei Leute. Und dann haben sie noch so Parfüm von 2012 an der Kasse nehmen. An der Kasse, Bulgari und irgendwie so, ja. Und ich bin mir so, obwohl es in der Schweiz ist, bin ich mir bei Denner da nicht sicher, ist das gefaked oder ist das echt Parfüm? Wobei, Kliebeckstrasse habe ich mal gegenüber der Denner gehabt. Und da bin ich halt recht oft drin. Und es war schon noch easy gewesen, weil für, sicher nicht für Fleisch, sicher nicht für irgendwelche frischen Produkte, aber für, wie du sagst, Alkohol. Mhm. Und, ganz ehrlich, so eine Maxi-Packung, wie heißen die grünen Nüsse? Nicht Wasabi, sondern Pistazien. So Pistachnüsse. Mhm. Kannst du eine Maxi-Packe kaufen? Geschälte oder ungeschälte? Ungeschälte, aber sie sind immer schön offen, dass du wirklich nur so aufklappen. Richtig. Über an denen machst du die Fingerspitze kaputt. Ah, was? Auf jeden Fall hat er erzählt,
Eben, weil du eigentlich alles musst machen, ist es ein hoher Hassel, wenn jetzt der jemand zum Beispiel würde im Denner stehlen. Ist damals so gesehen. Mittlerweile hat es oft zwei Leute, ich glaube vielleicht aus dem Grund. Aber damals ist es so gesehen, er ist an der Kasse, gerade irgendwie am Zeugs durch, zieht durchs Band und merkt, ich glaube, die Person stiehlt. Er müsste dann den Laden schnell zumachen, die Person dort lassen, die Polizei anrufen und warten, bis die kommt, damit dann die Person kann irgendwie 5 Minuten auf die Post genommen werden, bla bla bla. He? Viel zu aufwendig, wenn du allein an der Kasse schaffst. Mhm. Das hat er gesagt, auch wenn er gemerkt hat, dass jemand stiehlt, hat er einfach gefunden, fuck it. Und das eine Mal, sie gehört nicht ihm. Sie wirklich eine gekommen, mit so einer mega dünnen so Übergangsjacke und du hast einfach so die Bierbüchse drunter durchgedrückt gesehen. Vielleicht hast du einen Sprengstoffgürtel gesehen. Vielleicht auch. Und sie hat einfach so alibimässig hat sie irgendwie, fragt mich nicht, ein Kaugummi gekauft oder so. Und das ist super. Und probier nicht mal zu rennen, sondern mach noch, genau. Hey, sieg noch so. Und er schaut sie so an und schaut so die 100 Büchse unter ihrer Jacke an und sie, hat das Gefühl, ich stehle oder was? Und er so, nein, nein, ist okay. So. Ein anderer hat mal 50% Hackfleisch gekauft und hat sobald er es durchs Band durchgezogen hat, hat er es aufgemacht und angefangen essen. Das ist schon recht ein Boss-Move. Du bist sprachlos. Ich merk's. Du bist sprachlos. Ich habe eine gute Kollegin von mir, die hat 6 Monate im Denner am Clara-Platz geschafft. Mm. Und wenn es ein Denner gibt, das ist Weltklasse, wo eine RTL-Doku darüber gemacht werden könnte, dann der Denner am Clara-Platz. Für die Leute, die nicht in Basel wohnen. Clara-Platz ist Langstrasse auf 15 Quadratmeter. Ja, Clara-Platz ist du, als Platz. Du kriegst alles. Clara-Platz ist, du hast die Ochsengasse schräg gegenüber, wo Prostitution, Puff und recht grusige Bars sind. Du hast rund und durch. Natürlich jetzt mega gentrifiziert. Auf einmal so ein mega hips Restaurant. Ah ja, ja stimmt. Nebendran haben sie auf so ein komisches Restaurant aufgemacht, das so Club-Sandwich macht. Yeah. Hey, cool. Kannst du dir einen für 100 Franken gehen, bumsen, holst du hier eine Linie und dann das Club-Sandwich für 37 Franken mit der Avocado-Mayo hausgemacht. Und ich denke, genau. Das passt da rein. Genau. Du kannst 24 Stunden Koks kaufen, weil sie ganze Dealer hat dort. Yeah. Plus, es ist der Treffpunkt in Basel für Alkis. Mega. Alle sind dort. Das heisst, Den ganzen Tag rund um die Uhr kommen dort Leute rein, gehen Bio kaufen oder klauen. Und die haben tatsächlich relativ oft Ladendetektiv gehabt. Weil es ist so oft geklaut worden dort, dass der dennoch gefunden hat, wir investieren in Sicherheitsmaßnahmen. Ist das der, kennst du den? Ist das der mit denen so ein bisschen blond-weissen Haaren, wo oft auch am Bahnhof ist oder in Prontos? Kennst du den? Mm-mm. Der ist mega nett. Ladendetektiv oder Alkoholiker? Mit dem willst du, nein, eben. Ich kenne eins von beidem. Und, weißt du, ich meine, ich rede mit jemandem von denen. Ich sagen, sehr wahrscheinlich hast du zuerst einen gesehen und dann hat sie rekrutiert. So, du erkennst sie gut, komm schnell, da. Du kriegst gratis Bier. Du darfst einfach nicht zu verwandt haben, aber du weißt genau, wie die Leute aussehen. Eigentlich simpel, sobald ein alter Kollege von dir reinläuft, du weißt, was du zu tun hast. Nein, das ist mega nett, aber du siehst mir auch, du willst keinen Stress mit dem. Er ist sehr freundlich und sagt wirklich so, grüezi, ja, schöne. Schönes Wochenende. Mit so längeren Haaren? Yeah. Aber der graue. Ja, aber der blonde ist. Ja, ich weiß genau, welcher. Ja, ja, Basel kommt runter. Das ist immer so. Bei dem Regal, wo so, weißt du, so die 50% Brötchen drin sind im Kopf runter. Das ist immer so angelehnt, so früher Glück. Immer so zugenickt. So, ich sag, sind wir in einem Western-Film? Was ist mit dir los? Aber er ist mega nett. Weißt du wirklich, zuerst das Gefühl, er bringt dich um und dann sagst du so, geht's hin. Schöne. Ja. Und danach denkst du, mit dem willst du trotzdem kein Problem. Er hat schon viel Fasnacht gemacht in seinem Leben. So wie er wusste. Komischerweise, er hat dreimal im Jahr Fasnacht. Ja, er hat bis zum Kehraus durchgezogen. Das ist. Oh, also richtig rote Haut. Du weißt, er hat auch alle ländlichen Fasnachten. Ah ja, nein, er fährt im November in Deutschland an. Weißt du, er macht den 11.11. Er macht Norddeutschland bis nach Zeven und dann geht der Abschluss, holt er sich in Luzern. In Luzern bringt er sich um. Nein, Luzern ist ja noch vor Basel. Ich weiß es doch. Doch, habe ich mir feststellen, weil ich zum ersten Mal in meinem Leben in Luzerner Fasnacht gesehen bin, in dem Jahr 2020, wo die Basler Fasnacht abgesagt worden ist. Und dann hast du gefunden, ich habe lieber keine Fasnacht als Luzern. Jetzt habe ich das noch nicht gewusst. Ich habe gedacht, ja, ich schaue mir jetzt mal das Vorprogramm an, bis ich dann an der richtigen Fasnacht wieder mein Shit mache. Und danach hat 3 Tage vorher sagen sie die Basler Fasnacht ab. Das ist Veto.
Die Luzerner haben noch können durchführen. Und gleich gesagt, der Bärs hat dort ja noch gesagt, das betrifft auch die Zürcher und Berner Fasnacht. Und alle so, ah, gibt's das? Berner Fasnacht? Was ist Berner Fasnacht? Das ist eine trümmelige Gucke, die an der Aare entlang läuft. Nein, schon, wenn du sagst, nehmen einen Leiterwagen einmal um einen Bären graben, dann werfen ein bisschen Räppli da drin. Trinken einen Schnaps, gut, jetzt gehen wir wieder heim. Wahrscheinlich so. Ich bin dafür, dass die nächste Fasnacht nächstes Jahr, und ich will einen Brief ans Komitee schreiben und an die Kantonsregierung, das meine ich tot ernst, ich bin dafür, dass die Fasnacht 2022 Aufholfasnacht gibt und wir machen Montag bis Montag. Nein, nicht einfach eine solide Woche. Okay. Es geht, also am Sonntag die Nacht ist fertig. Yeah. Aber wir fangen am Sonntag auf Montag an, Morgenstreich, und dann gibt es 7 Tage am Stück Fasnacht. Ich glaube, niemand hat etwas dagegen. Nein. Würde einfach ein paar Menschen sterben, aber... Ach, dude, aber for the life of the party sind doch... Ja, die drei Besoffenen, die von der Seite, Brücke hier. Auf der anderen Seite gucken Musik und machen das ja sowieso schon immer. Weil der berühmte Clara-Platz, den du jetzt gerade erwähnt hast, du musst mal am Freitag, nachdem man Mittwoch die Fasnacht aufgehört hat, musst mal am Freitag an Clara-Platz und dann schaust beim Schiefeneck einen von meinen Lieblingsbeizen. Und dann siehst du, Guckermusiker immer noch kostümiert und du weißt, die sind noch nicht daheim gewesen. Ja, ja, aber ich laufe jetzt ab und zu am schiefen Eck vorbei und ich sehe Guckermusiker im Kostüm dort sitzen. So um 11 Uhr morgens am Dienstag so die dritte Stange. Also, oder zum alten Schluch vorne an der Rheingasse. Der alte Schluch ist Weltklasse. Dort, also das ist wirklich, ich laufe an dem vorbei und ich denke mir so, wenn ich mit 75 noch so gut aussehe. Wenn ich bei 75 noch, weißt du, das sind so Leute mit dem Sauerstoffschläuchli, die so ein Auge, so Lazy Eye haben, wo dann weißt du, ihr seid auf der Türschwelle zum Tod. Aber? Am Krümmel rauchen, am grossen trinken. Aber eben, ein grosses Bier am 9 Uhr morgen. Geht! Geht einfach! Boah, Alter, das geht bei mir zweimal im Jahr. Was? So morgen aufstehen und Bier trinken. Es geht an Festivals. Es ist so, weißt du, die Leute, die wirklich so den Kater wegsaufen. Ich wollte sagen, das tönt für mich immer so klar nach Festival. Und dort machst du es wirklich auch eigentlich. Ich habe es vielleicht zweimal gemacht, so quasi mehr einfach zum nicht. Schadensbegrenzung, ja. Nein, vor allem, dass ich nicht kaputt disst wird. Für eine Woche lang. Weißt du, einfach so, ja, okay, dann nehme ich jetzt halt das warme Büchsenbier, wo ich mich fast übergebe. Und denke, ich habe schon meine Gurkenmaske daheim gelassen, jetzt kann ich ja das machen, oder? Mein Gott, Glamping. Was ich eins, ich bin mal an einem Festival aufgestanden, das ist so ein Klassiker. Natürlich kein Geld. Also weißt du, ans Festival eingeladen worden von einem Kollegen, wo so ein Billett nicht mehr los worden ist. Also wie ist mitgekommen? Ich so, ich habe nichts Besseres zu tun. Yeah. Und ich bin so mitgekommen. Und ich habe nicht mal ein Zelt, weißt du, kein Zelt sind, gehabt. Sind aber nicht deine Großeltern gesehen? Nein. Okay. Nee, vielleicht sind es meine Großeltern gesehen. Ich weiß es nicht mehr genau. Dann haben wir am Greenfield so ganz vorne, mein Großvater am Mosches. Nein. Und ich habe nicht mal ein Zelt gehabt und Du hast, glaube ich, eine PET-Flasche mit das Festivalgelände nehmen. Ja. Yeah. Aber kein Bier, keine alkoholischen Getränke, aber so eine Wasserflasche mitnehmen. Ja. Yeah. Ich schlau, wie ich gesehen bin. Wodka Sprite. Wie Borowka-Wodka geholt, der gute für 7 Franken, weißt du, wo noch so ein bisschen Industriealkohol drinnen ist. Und hat eine Evian-Flasche gefüllt und hat die immer mitgenommen und habe mir dann dort etwas gemixt oder einfach wie eine richtige Algi, einfach so straight aus der Flasche. Mm. Und dann bin ich knallhaken voll ins Zelt und ich hatte 2 Evian-Flaschen gehabt. Eine Wasser, eine Wodka. Mm-hmm. Wir haben beide voll gesehen. Yeah. Morgen aufgestanden. Ein Russ würde sagen, beide Wasser. Beide Wasser, ja. Ja. Am Morgen aufgestanden, das Zelt, weißt du, schön, 45 Grad. Klar. Ich am Sterben. Ich so, aufgemacht. Oh. Das war eine Nahtoderfahrung. Das ist eine Nahtoderfahrung. 50 Grad warme Wodka. Warme Wodka. Am Morgen, nachdem du 2 Stunden Schlaf hinter dir hast. Ja. Yeah. Warme Wodka, wenn du die ganze Nacht einfach in den Kopf penetriert worden bist. Das weh du. Was ist deine schlimmste Suffgeschichte? Was ist das, wo du denkst, uff, das hat nicht müssen passieren. Boah. Ist das überhaupt? Bist du Trinker? Ja, nicht mehr so, weil eben irgendwann kommen so die Momente, wo du so findest, okay, bin das in dem Fall wirklich ich gesehen, ja. Aufgrund von so viel Alkohol. Ich wirklich eher in den Schuhen geschissen. Ja, das ist meins. Ich hatte ganz viele Flaschen und ich habe gemerkt, das ist so typisch an dem Podcast, ich sitze da und es wird gelabert und irgendwann ist der Podcast fertig, oder? Und letzte Folge hatte ich den Pasquale hier.
Und er ist Zeuge von einer von meiner schlimmsten Suff-Geschichten. Hm. Wo Energy Weihnachtsessen war. Und die haben eine tolle Idee gehabt, so Food ist Buffet gewesen. Das heisst, du musst aktiv Essen holen. Bar hat es aber auch gehabt. Also gehst du eher mal aktiv etwas zu trinken holen. Vor allem, wenn beides gratis ist. So ein bisschen Hummus kannst du ja später noch nehmen. Weißt du, wie ich meine? Ja, ist aber auch keine Znacht. So, hey, vor allem, wir haben Znacht. Es hat Grissini und Hummus. Ja, eben, thank es ist so ein bisschen you. Und dummerweise sagt mir recht früh der eine Barman, wo ich so sage, hey, kann ich noch mal ein Weisswein haben? Sagt er so, ja, kannst du ja etwas anderes haben. Und ich so, ah, das heißt zum Beispiel, der Gin dort hinten, da könntest du mir jetzt auch machen. Also, ja, logisch. Und das war mein Untergang. Aber für das müssen wir ohne Scheiß mit dem Pasquale, er muss das erzählen, weil ich weiß ja nicht mehr, was ich dort alles gemacht habe. Aber er hat mich noch heil, weil er trinkt ja nicht, von Zürich auf Basel gefahren. Er trinkt gar nicht? Nein. Heavy. Ab und zu ein Glas Wein für den Gusto. Mhm. Und wegen der Herkunft. Eben, ja. Bekehre den Wein noch. Ja, sonst würde er so, Alter, wenn du nicht, wenn du mit der Familie Ostern feierst, ich sage, du musst. Das ist noch nie voll gesehen. Das ist noch nie voll in seinem Leben. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, es ist wahrscheinlich so wie irgendwie so Stranger Things, die Upside, oder wie das heisst. Nein, wir müssen es einfach ausprobieren, weil es gibt Leute, die werden voll und dann denkst du so, ich will nie mehr die in meinem Leben. Aber die werden so unausstehlich. Ja, ja. Und dann gibt es Leute, die werden voll und es ist das Lustigste und das Herzlichste, was du je gesehen hast. Ja. Und das müssen wir halt wie so die Gamma-Bestrahlung beim Hulk, weißt du, ich meine. Wir machen da so eine Palette an 10 Leuten und so die richtige Arschlöcher werden, ihr kriegt Alkoholverbot und die anderen sind bitte immer blau. Ja. Ihr Leben lang. Ich kriege IV, mir egal. Also ich gehöre eher zu der Zweiten, ich werde sehr herzlich und ich glaube, das ist ein bisschen das Problem, also zumindest eben so, wenn du sagst, die schlimmste Suff-Geschichte, meistens vielleicht zu herzlich, weil ich habe auch schon das Bedürfnis gehabt, mich auszuziehen. Ah. Und dann wird es schwierig. Und dann findest du, am nächsten Tag siehst du ein Video, aber das ist wirklich ich. Das habe ich einmal gemacht. Nackt auf dem Tisch vom Restaurant. Okay. Ah, gerade so. Nein, ich bin einmal knallhacke voll in einem Pool geschwimmen und habe dann, das sind so ein paar Gedanken, haben sich dort überlappt, wo ich mir nachher denke, so, puh. Erst habe ich das Gefühl gehabt, ich muss Blut schwimmen. Mhm. Zweitens, noch viel schlimmer, habe ich das Gefühl gehabt, ich kann einen Rückwärtssalto. Genau. Und ich kann kein Rückwärtssalto noch nie können. Ja. Yeah. Und es hat dann recht schmerzhaft geendet. Ich bin nur kurz Blut gewesen, weil die Leute so gefunden haben, so, hey, danke, dass du gefragt hast, aber nein, danke. Einmal passiert. Aber das Coole bei mir ist, ich habe so Geschichten nicht, weil mein Körper zieht so fest Reissleinen, wenn ich kann gar nicht so viel, ich verstand die Leute nicht, die so viel saufen, dass sie Blackouts haben. Weil ich fange so viel früher an zu reieren, mein Körper stößt das direkt an. Okay. Das heißt, einmal kam, bin ich vor der Balz beim Mexicano im Altpapier aufgewacht. Ja. Yeah. So um 5 Uhr morgens. Ah, okay. So. Ja. Yeah. Ich bin legit eine halbe Stunde dort gelegen und habe mir gedacht, ist das ein Himmel? Und dann hat ein Kollege mich abgeholt. Und ich habe nicht mehr, das ist das einzige in meinem Leben, wo ich wirklich mein Körper nicht, mir nicht mehr wirklich gekocht hat. Und ich habe wirklich gemerkt, dass so, oh, das gibt's wirklich. Das Problem ist wirklich, es gibt so oben, weißt du, trinkst irgendwie 2, 3 und irgendwie es schmeckt er nicht und es geht irgendwie auch nicht so wirklich gut dabei. Und dann gibt es die oben, wo du merkst, jetzt habe ich glaube schon recht viel getrunken. Und es geht immer noch locker weiter. Und dann gibt es irgendwann den Moment, und das ist wahrscheinlich eben der Punkt, wenn du vorher schon irgendwie den musst übergeben, dann kriegst du den vielleicht nicht. Aber sehe ich bei vielen Menschen und habe ich vielleicht so 3, 4 Mal in meinem Leben erlebt, es gibt irgendwann den Moment, wo du wieder drüber bist. Du bist über den Berg gekommen und dann kannst du wirklich einfach nur noch quasi Käfer ausranken und einfach reinschütten. Wirklich, so vom Gefühl her. Ja. Und es hört nicht auf. Ja, okay, ja, das, eben an Festivals kriege ich das an, weil das ist alles ein Blur von 3 Tagen besoffen sein. Das ist alles so, ich mache jetzt einfach irgendetwas. Alter. Aber das Schlimmste ist ja dann, wenn Leute wie du kommen und wenn man über den Berg ist, finden, hey, wir sind in der Mehrzweckhalle in Sissach, erzähl mal, können die Ländler auch Party machen? Und dann entsteht so etwas wie das Beste, was es je hat. Das gibt's. Das ist, Das ist genau so gesehen. Und ich bin für immer dankbar, dass Prohibition aufgehoben worden ist und Alkohol nicht verboten worden ist, dass wir den Mensch haben.
Hey, Alte! Nach dieser Aussage, und das Beste, was ich jetzt gibt, ja, wir sagen immer, wir sind Bauern, wir haben die geilsten Partys. Ja, genau, Alte! Geile Partys! Ich muss sagen, irgendwann, ich habe noch zwei, drei so Videos gemacht. Zum Beispiel eins war geil, Pratteler Oktoberfest. Wow! Ja, und ich muss irgendwann in irgendeinem Archiv habe ich das noch. Pratteler Oktoberfest? Wenn ich das finde, schicke ich es dir. Was ist das? Vier Bänkli auf der Hexmatt? Hey, wirklich, und zwar, weißt du, bei der Spreisse? Ah, dort hinten im Industriegebiet? Ja, natürlich. Gottes Willen. Weißt du, Bowling Center, irgendwie Golfers Paradise. Es hat einen Boxautomat dort. Das ist immer, du weißt, du bist an einem guten Ort, wenn du ein paar voller grünem Troika-Wodka hast und ja. Einen Boxautomat. Ich bin mal am Sonntagmorgen bin ich mal dort am Poker-Turnier gesehen. Das ist wirklich so, wir machen alles, was du willst. Nein, die machen wirklich alles. Hey, bist du ein Spanferkel auf der Bowlingbahn? Kein Problem. Wir haben es im Repertoire. Haben wir zwar noch nie gemacht. Bowling. Genau, Spanferkel-Bowling. So, und die haben mal Oktoberfest gemacht mit, kennst du noch, Jörg und Dragan, die Autohändler. Nein. Und ich will sie nicht kennen. Es war eine RTL-Sendung. Weltklasse. Ich glaube, Schrotthändler haben sie geheißen. Und es sind einfach zwei Dudes, die irgendeine Occasion Auto verkauft haben. Und die machen halt nichts anderes, als irgendwie Autos kaufen, verkaufen. So. Von wem? Und von wem? Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Und ich glaube, die größte Frage ist, wieso? Das ist auch so, ja, cool, komm, wir filmen das. Und die haben dann irgendwie sich so zwei, drei Songs schreiben lassen für Mallorca, weil eben irgendwann, kennen die alle von RTL, also kannst du sicher noch ein bisschen Stutz verdienen, indem du auf die Vorbar besoffen gehst, go Zeugs runtergrölen. Wie zum Beispiel, sie sind ja Autohändler, wie hat der Song geheißen? Super Hupen. Wow. Oh, und weißt du, der Text ist gesehen, ich kann ihn noch, weil ich hatte mir mit ihnen auf die Bühne, weil das Teil von der Sendung gesehen, bla bla bla. Wenn ich dich sehe, denke ich an ein Auto, denn deine Hupen sind so wunderschön. Dort völlig legitim gesehen. Sogar. Aber weißt du, der Punkt ist, wenn du den Rest der Welt fragst, so, was ist deine Idee von Deutschland? Ist es so, die besten Autos, super Gesundheitswesen, hoher Bildungsstandard? Und dann, wenn du weißt, was Deutschland ist, ist es das und die Ludolfs und Familie Ritter und Andreas von Frauentausch. Zum Glück habe ich jetzt sehr viel nicht kennt. Ah, du bist zu wenig im Internet. Nein. Wenn ich Fernsehen, weißt du, andere Leute schauen so Markus da Lanz. Da sind sie. Nur schnell. Jörg und Dragan, schau sie nach. Da denke ich an ein Auto, denn deine Hupen sind so wunderschön. So, auf jeden Fall. Ich glaube, es langt, ja. Schluss, müssen wir noch irgendwie Suiza-Gebühren zahlen. Super Hupen. Die sind irgendwie für ein paar tausend Euro, wir trinken keinen Alkohol, bla bla. Die sind für ein paar tausend Euro sind die gebucht worden in Pratteln, dass die dann vor irgendwelchen Betrunkenen schnell eben Super Hupen und irgendwie sonst noch zwei, drei Knaller ablösen. Und das bin ich auf Filmen, das musst du unbedingt. Aber hast du das schicken. Von dir aus gemacht oder bist du für wen bist du unterwegs gewesen? Das war alles Tele Basel. Das war Tele Basel, ja. Aber das, ist das MASH gesehen? Das war MASH gesehen, wo ich eine eigene Rubrik kreiert habe. So habe ich es gemacht. Da habe ich immer können sagen, das ist eigentlich meine Show. Ich habe eine Show in der Show gehabt. Ja, das ist nicht schlecht. Man braucht ein bisschen Ego. Ist so. Ich habe letztens eine Anfrage bekommen, ob ich Erik Weber will interviewen. Und du hast Ja gesagt. Bitte, du hast Ja gesagt. Ah, es geht nicht. Wieso also, nicht? Nein, die Anfrage war von Erik Weber in den YouTube-Kommentaren unter unserem Podcast. Wirklich? Oh ja. Und zwar so, in sechs, nicht ganz verstanden, wie die Kommentarfunktion funktioniert. Einfach so sechs verschiedene Kommentare. Hallo, Matteo, da ist der Erik Weber. Grossrot, Erik Weber. Ich bin sehr interessiert an einem Interview mit Ihnen. Bitte folgen Sie nicht mit schwerem Rauch. Können Sie meinen Arsch interviewen? Sie können Arsch. Ja, ich habe einen schönen Arsch. Ah, ganz schlimm. Basler Staatsanwaltschaft, leck mich am Arsch. Nein, und dann hat er... Schönste Arsch. Ich will ihn ja interviewen. Das Problem ist... Also erstens mal hat er etwa sechs YouTube-Kommentare dort gelassen, weil er ist ja... Also hat er irgendwie keine... Ich weiß nicht genau. So, der erste Kommentar ist so sehr spannendes Gespräch. Yeah. So etwas in die Richtung. Yeah. Denn wir haben natürlich über das Video geredet, wo er den Briefkasten penetriert. Und yeah. Dann so, haha, irgendwie so... Oh, ihr redet über mein Pfiffli.
Und dann hat den ganzen Podcast gelost. Und wir haben irgendwie eine Viertelstunde vor über Gordon Bleu geredet. Und dann ist der nächste kommt da so, Gordon Bleu, sehr fein. Was ist das Ziel dieser Gesprächsrunde? Und dann einfach noch so, bitte macht Interview mit mir, Erik Weber, und dann seine Adresse. Und dann nochmal ein Kommentar, so zwei Stunden später, macht Interview mit mir, Erik Weber. Und ich würde es so gern. Das Problem ist, ich habe halt auch so ein bisschen recherchiert. Also erstmal gibt es ja die Videos von ihm, die sind funny, weil er hat ja obviously genommen. Yeah. Und ich denke mir auch so, look, er ist ein gewählter Grossrot. Wieso kann ich nicht ein Interview mit einem Politiker machen, wo in einem Amt ist, wo er gewählt ist? Das Problem ist, das habe ich von einem Kollegen gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich müsste Fact checken. Er ist halt scheinbar mehrmals aus dieser Sitzung rausgeflogen wegen sexueller Belästigung, weil er einen Hitlergruß gemacht hat. Ja. Er hat scheinbar für Hitler seinen Geburtstag den Stadtratskeller mieten, um dort eine kleine Party zu machen. Weißt du, so Sachen. Und ich denke so, okay, das hat, wenn das stimmt, ja, ich muss es Fact checken, wenn das stimmt, hat das halt Dimensionen, wenn ich mir denke, so, ich will nicht die Person sein, die dem eine Plattform gibt in dem Sinn. Das ist ein Fun-Faktor. Das ist ja bei all dem Zeugs, ist das jetzt nicht Frage, oder? Wie gern, würde ich. Das ist bei all dem Zeugs jetzt nicht Frage. Mit Plattform gehen oder eben nicht gehen. Also weißt du, der Fun-Faktor, der generiert er ja immer selber mit seinen Videos. Weil, ich meine, jedes von diesen Videos wird umgeschickt und immer deutlich über die Kantonsgrenze hinaus. Also weißt du, dass irgendwie jemand vom Thurgau schickt mir ein Video von Erik Weber, das ich noch nicht gesehen habe. Wo ich so sage, okay. Kennst du, wo er Döner isst? Ja. Oder das wo er so eine Bettlerin am Bahnhof. Ja. Comedy mit Erik Weber ist der Titel. Ja. Du gute Frau. Willst du Sex mit mir, Erik? Genau, ja. Döner-Jock, Anne. Döner-Jock-Güsel. Wow! Und dann bist du so drin. Erstens mal, er hat einfach Fleisch aus dem Döner rausgenommen. Hey, Erik, wo ist die Kamera? Erik, lass Fleisch im Döner drin, okay? Weil er hat einfach obviously rausgenommen. Es ist kein Fleisch in dem Döner. Es ist ein Dönerbrötchen mit so zwei Zipfeln, die rausschaut. Und dann bist du einmal drin. Er hat nicht einmal gekaut. Er bist so drin. Und dann, wow! Was heißt, Allah ist groß? Und ich denke so, auf welcher Dimension ist die jetzt genommen? Also, und das heißt, eben, er sorgt ja eh schon für das. Jetzt, mich würde es ohne Scheiß mal wundern, weil das habe ich bis jetzt noch nie gesehen. Bis jetzt habe ich noch nie gesehen, wie jemand effektiv ihn challengen. Und darum habe ich gedacht... Und du denkst, der Vollidiot, ja, da war der richtige, ja, Dude dafür. Ja, weil er schaut dir an und denkt zuerst, das ist einer von mir. Und dann nachher, so nach 10 Minuten hast du ihn. Nein, das ist der Punkt. Ich will ihn doch nicht challengen. Dude, ich bin der Typ, der ihm so ein bisschen die Bande gibt. Weißt du, ich meine? Dude, mit der Podcast hat Bowlingbahn. Das mache ich alle. Das ist ja der Scheiß. Ja, nein, aber der Punkt ist ja, ich will ihn ja sich selber verstolpern. Das Staatsanwaltschaftsvideo auf der Mittleren Brücke. Ja. Das ist ja, der Joel gesehen von Brandhardt. Okay. Und er hat ihn ja auch nicht challenged. Dude, aber meine erste Frage war, können Sie mir nochmal den schönsten Arsch von der Schweiz zeigen? Das war das Erste, was ich... Aber darum sage ich, das wäre der einzig spannende Aspekt. Alles andere, lass uns selber machen. Okay, wo will ich ihn denn inhaltlich challengen? Weil ich denke, er begrabt sich ja selber so fest mit allen Aussagen. Seine Partei, was ist Partei gegen zu viele Ausländer und Kriminelle, ja, im Kleinbasel? Und hat trotzdem irgendwie 3000 Stimmen gekriegt? Ja, wir können gerne... Alle 18-Jährigen, die seine TikTok-Videos geil finden, haben gefunden, ja. Ja, aber das ist das Dramatische daran, dass sie auch aus Fun raus kannst du gewählt werden. Ich würde einfach gerne fragen, hätten sie vielleicht noch einen längeren Parteinamen können, wäre es möglich? Was ist die Abkürzung von ihrer Partei? Ich glaube, das Ziel, damit einfach du gar nicht eben alles lesest, sondern einfach, weil das ist ja, glaube ich, so der Punkt gewesen. Sie heisst, kannst du das mal schnell suchen? Ich finde es so geil, der Christoph dort sein Laptop dort absolut kaputt spammen mit Scheiß, wo wir immer fragen. Er wird wahrscheinlich... Schau mal, wer da draußen ist. Weißt du, da draußen? Sehe ich nicht. Alter, sogar da muss er Cloud chasen. Sogar da. Was? Der Moritz Schädler ist da draußen. Wo? Dort, mit dem Velo. Dort ist er, jetzt gesehen ihn. Weißt du? Wenn er da war, kann ich ihn in Ruhe lassen und ihm seinen Moment geniessen. Aber nein, wenn ich da bin, sogar wenn ich da bin, muss er kommen und sich einmischen. Sogar wenn ich da bin, muss er vorbeikommen und so also ein bisschen der Zeichen in die Türe heben. Weißt du, was ich meine? Er kann nicht genug kriegen. Hoffentlich ist er weggefahren. Wollen wir nicht noch einladen? Hast du nicht Bock, dass er noch schnell kommt? Also lad nie. Leute mal. Also guck, ich lüte mal an. Sag, aber schau, hast du direkt davor gefahren, weil du gewusst hast, weißt du, ich meine? Ja, ja, aber ich habe genau gewusst, dass zwischen euch zwei noch irgendetwas passiert. Mein Gott. Poste ich einmal eine Instagram-Story, kommt er mich stalken.
fahrt vorbei. Warte mal, was, das ist immer blöd, wenn ich dann auf einmal mein Dings wegmache, mein Flugmodus, und dann können wir auf einmal eine Nachricht. Können wir die ganze OnlyFans-Subscriptions? Das ganze Geld von diesen Vödelfotos im Internet. Darum bist du zu Boot gekommen, gell? Jetzt ist die Frage, schau jetzt, Erik Weber. Das ist doch, ist das ein altes Bild von ihm? Dude, er hat Fotos mit dem Otto Walkes drauf. Auf seiner Website. Oh mein Gott. Wir könnten den Otto Walkes canceln für ein Foto. Weißt du, in der heutigen Kultur kein Problem. Okay, irgendjemand steht, wie seine Partei heißt. Das Geiste finde ich oben links, Webseite nicht sicher. Ja, logisch. Null Cyberprotection. Ich bin mir ziemlich sicher, wir können die Website hacken. Und auf so. Keine Ahnung. Wann mal? Ich weiß nicht, wie das geht. Galerie, gehen wir auf Galerie. Galerie ist legendär. Galerie ist legendär. Jetzt hier. Wow. Hier unten. Erstens mal, hey Dude, Fotos von 1902. Dort ist der Otto Walkes. Da ist er gerade. Crazy. Sie sind zusammen auf dem Sofa und schauen Zeugs an. Das sieht aus wie ein Originalfoto von Cocaine Cowboys. Cocaine Cowboys. Die zwei haben gerade einen Deal gemacht mit einem russischen Atom-U-Boot. Ja, vor allem hat es ein Glas. Nein, das Beste finde ich das dort. Anstatt das andere mit, ich weiß nicht, wer das ist. Der dort unten. Zweite Reihe ganz rechts. Ist das nicht noch der Helmut Kohl? Ganz was links? Ist das für ein Doppelkinn? Das ist irgendein. Das ist der Binjaska, oder? Politiker von. Von? Ich weiß nicht, was Sinn, ist, oder? Aber so, wenn die Person... Da steht die Chinesi, irgendetwas. Ja, so. Das ist auch ein geiles Sicht. Weißt du, warum? Weil er hat hinten ein Bild aufgehängt von sich selber, wo er jubelt, mit zwei sehr wahrscheinlich kriminellen Menschen nebendran. Nein, aber du, wenn er heute noch lebt, zeig mir die Geheimnis. Zeig mir die Geheimnis. Wenn der Dude heute noch lebt, der rechts. Dude, der tessinische Jabba, der hat himself. Aber da sind ein paar gute Fotos dabei. So, speicherst du das jetzt? Das ist super. Nein. Jetzt baut der Schädler sicher einen Velounfall, weil ich ihn gerade anrufe. Hoffentlich fährt er in der Laterne voll. Hi, Moritz da. Ich kann nicht erreichbar. Reden doch irgendwas auf, viele Leute zurück. Den nimmt er nicht mehr ab. Alles okay. Ciao. Ist das ernsthaft seine Combox? Und den nimmt er nicht mehr ab. Das ist, weißt du, die schlimmste Combox. Wo ich schon, unglaublich, ich kenne sie zwar schon, aber ich bin schon 16 Mal drauf reingekommen. Ich schaue es aber, er hat mir safe geschrieben und hat gesagt, hey, schau mal, das ist ein Fenster raus. Das ist wahrscheinlich eine halbe Stunde dort gestanden. Schau mal, wenn er geschrieben hat, wahrscheinlich so um 12 Uhr Mittag. Schau mal, aus dem Fenster raus. Die schlimmste Combox hat der Renato Kaiser. Wirklich? Weißt du, wie seine Combox ist? Nein. Du schon mal? Bei mir nimmt er immer ab. Ja, mit dem hat er mich auch schon teased. Der Moritz auch schon. Also, ja. Der Renato mir so, hey, im Fall Matteo, ich kann so nicht telefonieren. Ich bin am Baden gesehen. Mir läuten da an, wenn er badet. Eben. Und der Moritz so, ich habe schon mit dem Renato telefoniert, während er in der Badwanne gesehen ist. Und ich so, hey, cool. Das ist nice. Nein, Renato, seine Combox ist, läutest du mal, dann nimmt er nicht ab. Und dann macht er so, ja, Das ist das ist Combox, gell? Und ich habe schon so oft auf so, ich so, was ist mit dir? Hallo, hörst du mich? Und dann ist nach 3 Sekunden erst. Das ist wie dir. Warte jetzt, entweder nimmt er ab, dann ist blöd und sonst hörst du dann seine Combox. Weißt du das? Achtung. Eieiei. Jetzt habe ich gehofft, du nimmst nicht ab, Kollege. Nein, ich wollte Matteo deine Combox zeigen. Warte, ich habe gehofft. Wir haben einen Podcast. Also, ciao. Ja. Weißt du, was das war? Ja, warte, jetzt hörst du denn. Ja, aber er könnte mich ja wegdrucken, oder? Jetzt geht's ja. Das war ja Arbeit. Das stimmt auch wieder. Wobei, hast du, glaube ich, im Auto. Also, dann läutet es einfach jetzt nicht um. Stramandino. Oh, Entschuldigung, ich verstand Sie ganz schlecht. Wow. Können Sie ein bisschen lauter reden? Hallo? Einfach ein bisschen lauter. Hallo? Nein, das ist nur meine Combox. Tatsächlich wünschst du mich in einem von den ganz seltenen Momenten, wo ich nicht erreichbar bin. Aber ich los immer alle Voicemails ab. Das heisst, reden wir aufs Bandlicht. Ja, das hört nicht auf dann.
Den müssen wir saufen. Den müssen wir saufen. Wenn das seine Combox ist, ey, nimm mal eine Grappa oder zwei. Weißt du, ich meine, das ist ja. Ich würde durchdrehen. Ich würde durchdrehen. Wenn ich jemandem würde anrufen und das wäre die Combox, löschen, blockieren, du brauchst meine Aufmerksamkeit nicht. Aber weißt du, ich hätte so gern, wenn du so eine Combox hast, müsstest du doch schon können aufnehmen, ab dem Moment, wo die Person dann anfängt zu schwätzen. Also weißt du, wenn er sagt, Tremendino? Ja, Schädel ist wirklich nicht erreichbar. Das ist doch. Nein, ohne Witz. Nein, das finde ich eine Frechheit. Fahrt er da vorbei mit dem Drive-by-Wave und das Gefühl so, look, sogar da mische ich mich noch. Sogar da slide ich noch von der Seite rein. Er kann ja nicht genug Aufmerksamkeit bekommen. Kann er ja nicht. Du bist an seinem Geburtstag gesehen. Also an seiner Geburtswoche. Mhm. Weißt du, herzlichen Glückwunsch nachträglich zum 52. Moritz. Hast du dich gut gehalten? Die wirklich gut gehalten? Mhm, bin ich gesehen. Auf seiner Dachterrasse. Er hat nicht gesagt, dass es draußen ist. Es war 3 Grad gesehen. Ich habe das an, was ich jetzt anhabe. Ja. Mhm. Und am Schluss bin ich dort gestanden in einem Oversize-Pulli von Moritz mit einer Kappe von ihm. Wie so ein Kind. Weißt du, die Ärmel da. Alle sind viel älter gewesen als ich. Und ich so, wo ist meine Schokomilch? Also, jetzt nur noch schnell zum anderen Thema beenden. Christoph, hast du gefunden, wie die Partei von Erik Weber heisst? Partei? Nein, jetzt bin ich... Ich bin Giuliano Bignasco gewesen. Lacht er noch? Nein, der ist gestorben 2013. Der Rechtspartei ist ja... I'm not surprised. Das ist wahrscheinlich schon 30 Jahre zu spät gesehen. Ja, yeah, not surprised. Der hat nicht so gesund ausgesehen, sagen wir jetzt mal. Aber nein. Auch rest in peace. Also, wie die Partei von Erik Weber heisst, Partei gegen... zu viele gegen Asylanten und kriminelle Ausländer im Kleinbasel. Irgend so etwas. Und ich denke, mach noch mehr Wörter in der Partei. Das ist viel Dead Air gerade. Das ist sehr viel Dead Air. Richtig geil. Dead Air braucht es immer wieder. Weißt du, musst den Menschen auch Zeit lassen, um sich ein bisschen entspannen. Wow. Jetzt sieht der Schädel an. Achtung. Ah jo, jetzt. Nein, okay. Jetzt schon Sport. Da steht es ja. Volksaktion gegen zu viele Ausländer, sie landen in unserer Heimat VA. Achtung. Hallo? Hey, Mutzmann. Was ist los? Sorry. Keine Ahnung, ich habe gesagt, dass er dort ist. Und dann denke ich, komm doch kurz vorbei, geht filmen. Ja. Frech. Ah nein, du bist einfach... Alter, was ich meine? Du kannst mich nicht mal hier in Ruhe lassen. Hey, du kommst in meine Nachbarschaft und machst dir eine cool an auf Basels Wirtschaft. Fick dich. Ich hoffe, dass das gerade aufgenommen wird. Komm da an, komm zurück da an. Nein, schau, du kommst da und störst da die intime Aufnahme von zwei guten Freunden. Also Joel ist mein guter Freund, der hat aus Respekt eingeladen. Sorry, verstanden nicht, das hallt du. Nein, du hörst mich, ich weiß, du hörst mich. Komm, fahr doch, nimm doch die Drahtesel, nimm doch die Klaus Velo und fahr wieder da an. Ja, Challenge accepted. Gut. Ich muss schon mein Chimpy zurückgeben, Kiosk. Ist nicht Chimpy Sponsor da? Ist mal gesehen, ja? Also bring die Chimpy mit, geht das Haus. Also. Ja, mal schauen, ob sie mich beschissen haben. Bis gleich, ciao, ciao. Ciao, ciao. Okay. Also, der Schädler kommt noch vorbei. Wer hat's gedacht? Nein, wir machen das jetzt ab, weil wir haben dort Kontrolle. Also, du bist der Chef. Aber was ich mir würde wünschen ist, ja, dass er da reinkommt. Ja. Aber er kriegt kein Mikrofon, sondern er schaut zu. Ja. Er kommt da rein und wir sagen ihm so, hey, witness greatness. Schau zu, wie das richtig geht. Also, hatte ich eine Ahnung davon, aber es ist halt... Und dann haben wir aber extrem viel Druck, weil dann müssen wir ja quasi abliefern, nein, oder? Und dann reden wir über den belanglosesten Müll. Dann reden wir... Hey, weißt du, dann machen wir so Gespräche, so, ist dir im Fall auch schon mal ein Babysack gerissen? Weißt du, yeah, so, yeah, yeah, so der richtig so, was machst du, wenn die Dusche tropft und du bist nicht aufstürzt nachts, aber das Geräusch stört dich? Weißt du, so der Shit. Mhm. Ich will ihn foltern. Ja. Nein, ich meine ernsthaft, an der Autobatterie, nein, Entschuldigung. Das heißt, wenn er dann kommt, Christoph, musst du eigentlich danach wieder abschließen. Okay. Damit er auch nicht, weißt du, sonst kann er ja oft wieder gehen. Komm, wir bieten ihm einen Kaffee an, machen ihm den. Ihr lockt ihn rein und ich dann, ja, okay. Hey, weißt du, wo wir den Schädel richtig hart prankt haben? Wir haben ihm einen Kaffee abgeholt, hey, und keinen gemacht. Dude.
Er wird sich nie erholen von dem. Er hat schlaflose Nacht. Nein. Komisch, weil die hast du eigentlich nur, wenn du Kaffee kriegst. Ah. Ich kann Kaffee trinken und schlafen, glaube ich. Ich auch, locker. Wirklich? Ja. Sorry, also bist du so abgelöscht, dass das gar nicht mehr... Hey, ich habe keine Ahnung, ob es stimmt, aber ich habe mal irgendwann so ein unnützes Wissen gelesen, dass anscheinend Kaffee ein Reaktor sieht, also Koffein. Nämlich, was auch immer du machst, tut es dann einfach verstärken. Das heisst, wenn du nichts machst, dann macht es mehr nichts. Hingegen, wenn du dich bewegst, durch das wird dann das Koffein effektiv wirklich aktiviert. Warum bin ich so unproduktiv in meinem Leben? Und dann ich mache viel nichts und trinke viel Kaffee, das heißt, ich mache mehr nichts. Genau, und dann habe ich wirklich gedacht, das würde aber auch erklären, dass meine ganze Schulzeit so richtig am Arsch war. Weil ich konnte 5 Kaffee am Morgen trinken und ich bin trotzdem so da gesessen. Oh nein, während der Schulzeit habe ich gekokst. Ich habe nicht den Stutz gehabt für das. Und, du hast geklaut. Hallo, habe ich den Stutz gehabt? Nein. Ich weiß doch auch nicht, wie du das gemacht hast. Du hast wahrscheinlich dealt. Hast du mal dealt? Nein. Ich hatte zu viel Angst davor gehabt, zu dealen. Hättest du können? Hast du mal ein Angebot gekriegt? So, hey, nein, tatsächlich. Mit so Sachen, vor allem also mit Leuten, die das konsumieren oder kiffen oder so, erst in Kontakt kommen, nach 18, gut nach 18, 18, 19, so etwas fort. Ich habe nie getrunken, nie geraucht, nichts genommen bis 18. Ja. Yeah. Und dann hast du gefunden, alles zusammen. Und dann habe ich gefunden, hey, wieso, was getrennt schmeckt, schmeckt auch zusammen. und dann habe ich relativ eigentlich verhalten in das gestartet, weil mein erster Alkoholkonsum ist so eine Vollsuff gewesen, dass ich nachher wie so mega Respekt davor hatte. Und dann irgendwann ist es dann so gewesen, okay, mein Gott, das ist natürlich auf der Matura in Ayia Napa halt einfach so 16 Raki getrunken vor der Nacht. Was ist genau gedacht, was passiert? Chicken Nuggets sind durchs Nasenloch wieder rausgekommen. So. Aber Matura-Reis in Ayia Napa. Ja, gute mein Idee. Vorschlag gesehen. Ich habe noch nie gesoffen. Komm ich dort an. Der einzige Ort in Europa, der dafür berühmt ist, dass er Leute in Clubs Industriealkohol verkauft, dass sie blind macht. Das ist, hey man, nice. Aber nein, ich bin nie mit dem irgendwie in Verbindung gekommen. Weil ich habe einen Kollegen gehabt, der das so ein bisschen gemacht hat. Und der hat immer Stress gehabt. Das ist immer also, Stress. Also Business-Stress im Sinne von Deale. Deale machen und dann aber auch der Stress im Sinne von, das gibt ja in dieser Welt gibt es ja dann keinen überprüfenden Körper. Also es gibt ja, du kannst ja, was willst du machen, wenn die einen abschlägt und dir die Bargeld klaut oder wenn du bei einer Übergabe hops genommen wirst, kannst du nicht den Bullen anrufen oder ist ja keine Haftpflichtversicherung oder so und dann stehst du 15.000 Franken in der Kreide bei jemandem, der das im grösseren Stil macht und das sind so die Geschichten, wenn ich dort nur so am Rand, wirklich nur so am Rand miterlebt habe, so, dann bist du bei jemandem in der Wohnung und dann kommen dort so alle Stunden kommt dort jemand rein und du weißt nicht, wer das ist. Und das ist immer, ich habe das einfach schon nur miterlebt, nichts mit dem zu tun gehabt und denke, so, das hat mich schon so gestresst, als außerstehende Person. Und ich mir denke so, nie im Leben, also ich gehe lieber aufs Temporarbüro und verdiene 17 Franken in der Stunde. Dafür schlafe ich jetzt noch, also wirklich, dafür habe ich... Und hast wahrscheinlich sogar schon etwas in der AHV drin. Ja, voll. Wo du zwar nicht bringen wird, weil bis du so alt bist. Aber egal. Nach Thailand. Thailand ist günstig, weißt du. Das Altersheim in Thailand, das Altersheim Seidenfäden in Pattaya. Schweizer Häusli. Ja. In jedem thailändischen Ort findest du noch irgendein Schweizer Häusli. Es gibt sicher in Bangkok ein, zwei Adulams. Das gibt es auch. Das hat sicher irgendjemand aufgemacht. Aber wegen Dealer habe ich mal so eine Weiss-Doku gesehen von einem, was in New York gemacht hat. Und zwar dann, ich weiß nicht im Riesenstil, aber er ist so wie so ein unabhängiges Taxiunternehmen. Und das ist ja so ein bisschen, Job. Also, weißt du, da ist einfach tagelang, ist da 10 Stunden, ist da im Auto. Und es läuft die Leute an und sie wollen irgendetwas. Und dann sagt er, okay, wo bist du? Und dann schaut er, ob einer von seinen Fahrern in der Nähe ist. Und sagt, okay, in den nächsten 2 Stunden bringt er dir das vorbei. Ja. Und dann muss er einem anderen anrufen. Also, das ist hochleistig. Und er macht einfach 10 Stunden, 12 Stunden, 16 Stunden nichts anderes. Und es hat natürlich die grosse Tragik drin, wo er irgendwie sagt, er macht es nach 3 Monaten. Macht es. Ja, das machen alle noch. Eben, dann bis sie das Geld haben, kaufen sie sich aus. Dann hat er genug Stutz. Und dann geht er mit seiner Freundin, geht er irgendwie auf die und die Insel, la 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 la. Und irgendwie natürlich nach 1,5 Monaten verwischt es ihn. Und life is fucked.
Aber es ist auch ein Business. Was das Krasse ist, es ist ein milliardenschweres Business und es wäre eine Illusion zu denken, dass das einfach nur irgendwelche verwirrte Dudes mit 5 Gramm Grips machen, sondern wenn das ist ja so viel Geld da drin. Ja. Ich meine, was haben sie vor 2-3 Wochen, Monaten in Hamburg 16 Tonnen Koks aus einem Container gezogen? Ja. Das ist Street Value, sind das fast 90 Millionen Franken? Wahrscheinlich. Ja. Und du musst dir denken, schau, da ist er. Alter, als würde er gerade von der Nordsee von seinem Fischurlaub kommen. Nein, du kommst nicht in den Frame rein. Nein, komm nicht in den Frame rein. Hoi. Wir haben dich nur eingeladen zum Zuschauen. Ja. Wir haben dich eingeladen, um dir zu zeigen, wie das richtig geht. Ja, dann bin mal gespannt, wie deine Gesprächskultur ist. Aha. Haben wir jetzt einen richtigen Shot vom Schädler? Überhaupt? Weil, was ist jetzt Programm? Jetzt ist gerade der Matteo im Bild. Matteo? Ja. Auch das. Das ist super. In welchem Brocki hast du die Jacke geklaut? Sie hat mit Flecken hinten. Ja, und es fehlen diverse Knöpfe. Hey, Schäbischig. Ja. Schäbischig nennt es. Das ist wirklich Schäbischig. Nein, komm da hin. Haben wir ein Mikrofon? Keine Ahnung. Haben wir ein Mikrofon? Der Christoph ist schon ein Kabel ziehen. Das ist schon Wahnsinn. Weil. Ich kann nicht, wenn jemand zuschaut, weißt du? Hey, du kommst gerade im richtigen Moment. Wir reden gerade über Koks. Ja, du bist genau im richtigen Moment gekommen. Wir reden gerade über Pfupf. Schau, kommt da rein wie ein Gorilla. Gottes Wille. Meine Güte. Nein, was ist denn das? Was ist das für ein Auftritt? Willst du einen Kaffee? Nein, schade. Ich hab Spaß, was ich mache. Na, super. Oh nein, weißt du, was es ist? Die Jacke. Ich hab noch Kokspuren hinten am Mantel. Jetzt kommt der Punkt. Die Jacke ist sein eigener Merch. Ja, so, also qualitativ ist offensichtlich sein eigener Merch. Weil es steht Quality Time hinten drauf. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist bei Moritz? Was? Any time, wo du mit ihm verbringst, ist nicht Quality Time. Es ist alles außer Quality. Weißt du, ich meine, es ist alles außer Quality Time. Wie geht's? Nice. Willst du jetzt von außerhalb? Du bist jetzt von außerhalb da drin reden. Schau, wie gut er den Schneider jetzt kann. Siehst du, wie gelenkig seine Beine sind? Ja, was du bei deinem Körper dir nicht kannst denken, irgendwie. Nein, er ist einfach überall weich, in den Knochen und auch sonst. Das ist ja der Punkt. Aber sitz doch in wenigstens ins Bild, wenn du schon die traute Zweisamkeit jetzt störst. Aber du bist im Fall, du bist 15 Minuten da. Das ist wie DSDOS. DSDOS. DSDOS, Wizard von DSDOS. Kennst du noch GZSZ? Nein. DSDOS. Schaffst du es? Oh mein Gott. Weißt du, der Punkt ist, ich, wo du hier eingeladen bist, habe ich dich in Ruhe gelassen. Aber nein, du hast ihm schon etwa 10 Minuten das Telefon geschweißt, so dass er mich zuerst nimmt. Ja, Sauerei. Ja. Nein. Das hier müsste eigentlich vorgehen. Weißt du, ich meine, das hier. Ich kann ja, aber look, ich muss ja auch. Ausländer inkludieren. Was ist die Postleitzahl vom. Ah, du hast das aus. Ja, okay, jetzt, dass du nicht gecancelt wirst, ist natürlich für. Ja. Für. Wie nennt man das? Aber es ist wichtig, 4057 muss immer in einer leicht gotischen Schrift sein. Nein, was ist die Postleitzahl vom Liechtenstein? 1888. Wie viel? 1888. Das geht über 1888. Nein, ich bin. 9497, Dresdenberg. 94, 97. Er hat verschiedene Postleitzahlen. Ich habe dann Liechtenstein auf so eine Postleitzahl. Der Päckle schickt sich so Moritz Schädler. Nein, Moritz Schädler, Liechtenstein 0001. Es ist aber gerade die IBAN-Nummer, es ist gerne die Postleitzahl. Nein, aber weißt du, ich hab dich in Ruhe gelassen. Ja. Und du siehst meine Story und fährst hier vorbei. Ja, ich habe gerade zur Post mir so einen Snack-Tipp geholt. Wir haben so eine halbe Kiste Bier bekommen. Eine halbe? Das ist cool. Mhm. Noch wow. Im Rucksack. Jetzt musst du nicht so cool tun. Alle wissen, dass wir Freunde sind. Sind wir wirklich Freunde? Sind wir es wirklich? Weißt du, ich finde es auch traurig. Er hat bei 3 Feuersalamander umgebracht für die Brille. Das ist. Also, an der Stelle noch danke für die Einladung an die Geburtstagswoche.
Ich hab nur 15 Leute eingeladen. Eben? Du bist etwa 17. Ich meine, es ist schon recht. Ich hatte mittlerweile 13, hat ich jetzt schon gedacht. Nein, ich hatte andere Comedians eingeladen. Zum Beispiel. Sein Nachbar. Sein Nachbar ist recht lustig. Ja? Super Laune. Was ist mein Nachbar? Ich weiß nicht. Ah, okay. Ja, ich habe niemals kennt. Ich mache einfach Sidekick von. Du musst den Sidekick? Nein, wir haben gerade über Drogen geredet. Nein, wir haben von einer Doku erzählt von New York, was der Typ Hops genommen hat. Logischerweise. Ja. Aber das ist einfach. Aber eben, das, der einzige Einblick, den ich in die Welt hatte, ist ein relativ kleiner. Ja. Yeah. Weil ich es halt so ein bisschen mitbekommen habe. Und das ist mir schon viel zu unangenehm gesehen. Ja. Yeah. Weil ich mir denke, wenn du das. Du rutschst ja dann auch vielleicht so ein bisschen mehr in das Drei. So wie der Typ da zum Beispiel. Und dann bist du irgendwann vielleicht an einem Punkt, wo du mit Leuten zu tun hast, wo, wenn du dann eben bist, die auskaufen, so der klassische Filmklassiker ist, yeah, so. Wo ist denn eigentlich der Dude, wo weiss, mit wem wir Geschäft machen? Weil wenn du dann verschwindest nach Puerto Rico, die wissen das ja nicht. Ja. Yeah. Und wenn die dann denken, ah, da könnten uns alle Hops nehmen, was ist, wenn er aussagt, was ist, weißt du, ich meine? Yeah, das ist yeah, eben, yeah, weil es ja kein geregelt, weil es ja kein Gesetz gibt. Mhm. Und man keinen Rückfall hat, auf das können wir uns verlassen, weil es geht ein Geschworenengericht oder was weiß ich was. Das ist ja kein Vertrag. Hast du hast nichts in der Hand. Mhm. Du hast nichts in der Hand. Und das ist mies, weil, also, ich glaube, die Kopfficke, die du dort 24-7 hast, das macht dich kaputt. Ich glaube, niemand, der in deinem Business schafft, ist irgendwie, kommt so beheim, macht Füße offen oder macht irgendwie Breathing Exercises. Denkt so, heute habe ich einen guten Tag gehabt. Ich glaube, im Liechtenstein schon. Weil wahrscheinlich ist der Importpreis für ein Gramm Koks im Liechtenstein ist ja wahrscheinlich schon so hoch wie eine IBAN-Nummer. Es ist doppelt so teuer wie da. Ja. Laut Expertenurteil. Okay. Dafür nicht so gut. Und das Geile finde ich, bei schlechtem Koks ist man viel mehr nehmen. Bist du wegen dem so am Schwitzen? Nein, ich bin Velo gefahren. Von der Silpost her. Und bin auch ein bisschen nervös, um da bei dem Podcast sein wieder. Schau mal, was vorbereitet. Wirklich? Ich gehe kein Bits vorbereitet. Ich bin komplett leer daher. Keine Lust. Letztes Mal ja sehr, ich habe eine weiße Latzhose angezogen. Ja, hat richtig lustige Stories am Start. Ja. Ja. Komm, Moritz, erzähl doch, du bist doch das letzte Mal geflogen. Was ist denn da so passiert? Ich meine, einfach so, wie bei Late-Night-Shows eigentlich. Du bist das letzte Mal geflogen? Wir haben ein bisschen Panel gemacht. Ja. Oh mein Gott. Ja. So, wo kaufst du lieber ein? Weißt du, heute habe ich es ja probiert bei dir. Ich habe viel über Supermarkt geredet. Und ich habe gedacht, irgendwann kommt deine lustige Coop-Geschichte, aber. Meine lustige Coop-Geschichte ist, dass ich dreimal in meinem Leben gedacht habe, ich klaue, weil ich einen Rucksack angehabe. Das ist meine lustige Coop-Geschichte. Und zwar noch nicht mal so lange her. Es war während der Corona-Zeit, aber wo man noch keine Maske hatte. Ich habe jetzt auch gesagt, weil du einen Rucksack angehabe. Nein, ich habe einen Rucksack angehabe und ich habe den Klassiker gebraucht. Weil du so aussiehst, wie du aussiehst. Ich bin Migro. Natürlich nur, weil ich einen Rucksack habe, nicht weil ich aussehe, wie ich aussehe. Ich bin Migro und ich habe nur eine Cola Zero gekauft. Ja. Und das ist auffällig. Das ist wie die anderen, die das ganze Bier im Nein, ich habe den Rucksack angehabe und ich habe Durst gehabt. Was soll ich machen? Ja. Und Wasser ist langweilig, sagen wir ehrlich. Ja. Wasser ist langweilig. Wenn ich kein süßes Krebswasser habe, anstatt normales Nicht-Krebswasser, yeah, süßes Krebswasser. Aber ich finde, du schaust nicht aus wie jemand, der klaut, sondern eher jemand, der so Drug-Mule-mässig, was Drogen im grössten Stil, so 1000 Ballonen frisst und dann mit dem Bauch voller Drogen irgendwie in die Pampa fliegt. Mhm, und von wo schmuggle ich die? Von der Schweiz nach Süd... Weißt du, ich meine, vom Drogenproduktionsland Schweiz. Ja, du schaust ja eh nicht aus wie ein Schweizer. Was? Nein, ich finde nicht. Sondern? Sag nichts. Ja. Schade, gell? Das ist doch, er traut sich nicht. Ja. Nein, dann hat sie mir gesagt, ich habe sie jetzt gescannt und ich packe das Kärtchen aus. Und dort denke ich mir schon dort solltest du wissen, so, ich klaue doch nicht. Wenn ich mir eine Karte zahle, geht es mir gut. Nein, wenn ich mir eine Karte zahle. Es gibt in jedem Kiosk eine OK-Kreditkarte, wo sie irgendwie 15 Franken kostet. Aber in der Schweiz kriegst du zur Geburtenkarte. Ja. Yeah. Das ist übrigens auch mein Ding. Ich habe ungelogen jetzt, ohne zu übertreiben, etwa bis 13 glaubt,
dass wenn man eine Postkarte hat, kann man sie einfach reinstecken und es kommt Geld raus. Yeah. Und zwar immer. Yeah. Es ist so, ich hab, weißt du, meine Mama hat gesagt, wir können uns das nicht leisten oder das kannst du nicht haben. Ich so, du bist doch, mach einfach das Ding da rein. Und bei Ihnen einfach, ist es wirklich so? Ja, bei Ihnen ist es wirklich so. Dann bei Ihnen ist auf die Idee im Bankomat. Das ist einfach die Idee im Bankomat. Funktioniert mittlerweile weltweit. Und es kommt einfach, es kommt einfach rausgeflogen. Nein, ich bin im Migros gesehen und sie scannt meine Cola und ich pack's Karte aus und will zahlen. Und bevor sie tippt, dass ich kann zahlen, sagt sie, darf ich schon den Rucksack sehen? Und ich sage, ja, okay. Und dann habe ich ihr meine verschwitzten Jogging-Schuhe so ins Gesicht gehabt. Ich sage, schauen Sie! Aber schmecken Sie ja dran, das ist sicher nicht klar. Und dann wird schon ein bisschen aufgeregt, aber... Das ist der Unterschied. Wenn ich mit meinem Rucksack komme, sagt sie, willst du noch ein bisschen gratis Sachen in den Rucksack? Genau. Ja. Du solltest mal wieder rasieren, der 3-Tage-Bart, das ist ein bisschen zu viel. Schau mal, wir haben die neue Gillette da, bitte, mach sie doch. Lieb sie doch auch. Ich glaube, es ist eher der 3-Monats-Bart, aber... Siehst du? Genau, den Joke haben wir jetzt schon gemacht. Wow! Ja, die Leute da. Eben? Ja. Drum, weißt du, wir machen halt noch ein bisschen früher. Ja, unser Timing ist ein bisschen besser. Weiß ich nicht. Ja, ich finde Basler Comedians recht outdated zu von ihm her. Weiß ich nicht, wie es timingmäßig. Viel zu lange dabei. Ja. Hey, ich gehe schnell aufs WC. Könnt ihr euch unterhalten? Das haben wir noch nie gemacht, glaube ich. Ja. Kannst du einen Schluck Wasser bringen? Einen Schluck kannst du haben? Ja, gern. Mach's bitte nicht. Ich will, dass du mit einem trockenen Mund da sitzt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich fahre gekifft. Nein, Kunst haben. Du bist fahre gekifft, was? Ich bin hochsterrig. Das erklärt einiges. Du bist da reingekommen, du bist legit nervös gesehen. Nein, ich bin nicht sterrig. Nein, ich bin daheim gesehen, am Arbeiten, am Witz schreiben für eine Fernsehsendung. Und das heißt es immer so. Und dann ist es am Schluss deine eigene Fernsehsendung. Genau, wo nie kommt. Ja, wo ich in meinem Top stattfindet. Ja, genau. Du denkst auf jeden Fall, ich schreibe für meine eigene Late-Night-Show. Ja. Wenn kommt sie denn? Eigentlich, nein, gar nicht. Sie kommt gerne nie. Und auch meine Vorstellung, ich tue mich während ich es mir vorstelle, tue ich es aber auch canceln, sofort eigentlich. Ah ja, nein, du schreibst ein Sketch und zwei Bits und dann gehst du in deinem Kopf durch und merkst so, nein. Nein, let's not do that. Und dann schaue ich, welche Fenster das von gestern Abend, wink wink, noch offen geblieben sind und mache vielleicht das fertig, was ich im Vorabend noch nicht fertig gemacht habe. Oh, weil die Fenster mit Filmchen. Mhm. Danke fürs Kopfkino, das ist super. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen als die mit Filmchen. Mhm. Schläfst du eigentlich immer noch nur auf einer Matratze oder hast du mittlerweile noch einen Rost? Es ist ein Latterrost unter dran. Wow, Upgrade. Ja, ja. Alter, mit 52 zum ersten Mal 8 Bett. Wir haben davor übrigens live von er gratuliert. Nachträglich nochmal. Danke. Für die Geburtstag. Noch 13 Jahre und dann ist Pension. Also vielleicht kannst du ja früher pensionieren lassen. Sehr, sehr gut, dass mit der Comedy läuft. Das ist natürlich. Kriegst du das an mit der AHV? Vielleicht ein bisschen... Weiß ich meine, hast du viel eingezahlt? Mega. Almut. Steiner. Du musst eigentlich einfach nur zurück in die Heimatland. Hey, wir haben recht viel Armut im Fall. Das ist nicht so easy, ja. Recht viel Armut. Mhm. Aha, also meinst du Leute, die unter 7000 Franken im Monat verdienen? Quasi, ja. Wirklich? Mhm. Wie sieht Armut im Liechtenstein aus? Hey, dass du nicht leisten kannst, zum Ferien gehen. Halt wie da. Das ist Armut. Ich also, finde schon, bin ich seit Jahren arm. Ja, also kannst du ja schauen, was für die Armutsgrenze ist. Und für uns gehört natürlich einmal im Jahr in die Ferien gehen eigentlich dazu. Wirklich? Mhm. Also bin ich seit... Puh! Okay, also was heisst in die Ferien gehen? So 3 Tage in der Schweiz neu mal anreisen und irgendwie so, weißt du, so 2 Tage neu mal sein, ist das schon Ferien? Ey, weiß ich nicht. Also für jeden Tag, wenn ich in der Schweiz bin, mache ich ja eh vorwärts, weil es da so teuer ist. Was für das? Ein Prop-Comedian, Joel von Mutzenbecher. Fierst. Mutzenbecher, hallo! Eyo! Vom wie ist der gegangen? Da ist ein Schluck Wasser von Mutzenbecher. Das ist nein, das ist ohne Scheiß einfach Kreis 4 Wasser, das schmeckt so. Schmutzenbecher. So, und der die Gastauftritt ist somit beendet, danke, bist du doch. Hey, und du hast ein neues geholt. Das ist ja nicht da mit dem, ich so, habe so mit eigenen Mikro. Dann kriegst du nochmal einen Schluck. So. Über was haben wir geredet? Über Armutsgrenzen im Liechtenstein. Ja. Ist so bei 7000 netto im Monat. ist das der Mindestlohn? Ich weiß gar nicht, haben die einen Mindestlohn? Die haben ja eh bedingungslos. Wir haben recht viel Sachen am Mindestlohn. Ich habe Sommerjobs für 10 Stutz im Monat, eine Stunde und so. 10 Stutz im Monat? Ja. Bei McDonalds? Ja, bei McDonalds haben wir auch keinen Mindestlohn gehabt. Ich glaube, dort habe ich mit 15, 40 angefangen oder so. Mit dem Zeitpunkt schon 20. Das ist noch ehrlich. Das ist okay. Ja. Nein, das ist noch ehrlich, vor allem für McDonalds. Für einen 20-Jährigen, irgendwie Mac für 15, 40 auf die Stunde arbeiten, ist ja unter aller Sau, sind wir ehrlich.
Ja, als Liechtensteiner schon. In der Schweiz würde ich sagen, easy. Nein, in der Schweiz kriegst du viel mehr. 18 irgendwas, ich weiß es nicht. Die kriegen irgendeine... Ich habe mich mal bei einem McDonalds beworben und dann hat er mal im... Dann hat er gesagt, sagen Sie mir bitte Ihren Rucksack. Ja. Dann hast du drei Cheeseburger. Ja, dann habe ich drei Cheeseburger drin. Aber Chicken Nuggets haben sie nicht. Die Chicken Nuggets sind in der Backe drin. Ja, immer, ich muss jetzt meinen Rucksack zeigen. Ja, immer, also ich habe ja immer jeden Tag dort gegessen, wenn ich dort geschafft habe. Ja, logisch. Weil es halt Hälfte Preis oder gratis. Hälfte Preis ist es gewesen. Auf jeden Fall... sind ja Potatoes teurer gewesen wie Pommes frites. Oh, und ich habe, aber ich habe das Essen selber gemacht. Und dann ist natürlich der Cheeseburger, Logo ein Doppel-Cheeseburger gewesen. Und in den 9 Nuggets sind vielleicht 12 Nuggets drin gewesen. Aha. Aber die Nuggets habe ich ja während dem Essen schon gegessen. Darum ist es, habe ich ja keine gekauft. Nuggets hast du während dem Essen schon gegessen? Nein, während dem Arbeiten. Wow. Mhm. Hast du während dem Arbeiten ab und zu noch so in die Nuggets reingesnackt? Du hast sie in den Hosensack getan und dann bist du etwas geholt und dann bist du im Kühlraum gestanden und hast Chicken Nuggets gegessen. Du hast Chicken Nuggets, that's a true fat kid right there, Alter. Du hast Chicken Nuggets, du schaffst für McDonalds und isst jeden Tag bei McDonalds in deiner Pause McDonalds essen. Und das ist noch nicht nur McDonalds, dass du während dem Arbeiten und denkst, weißt du was, 4 für die Kunden, 1 für den Moritz. Und du machst den Hosensack. Und Ende Woche, wenn halt deine Arbeitsuniform gewaschen gegeben hast, habe ich immer die Hosensäcke voller Paniermehl gehabt. Wirklich so kleine Hampeln Paniermehl. Das haben aber alle gemacht. Die Dummen haben während dem Arbeiten effektiv hinter der Kohi so gegessen. Und dann ist der Chef so dort gestanden und gesagt, du bist entlohnt. Mit einem Chicken Nugget? Du darfst nicht essen. Das ist einfach gesetzt. Das ist so. Wir haben einen Anker, der sich immer so in die Hose gelangt hat. Mm. Was recht kompliziert ist, weil du hast ja eine Schürze, die festgebunden ist. Und dann hast du noch ein Hemd drin und so. Und hat wirklich einfach sich die ganze Zeit dort hergelangt. Schon cool gewesen. An sie eigenes kleine Gruß. Kleiner Gruß geht aus in Steve. Ich hoffe, es geht dir gut. Aber das ist mikrokalte Küche, mein erster Job. Ah, mit dem Spatül? Ja, wirklich wahr. Dort war es auch so gewesen, du hast nicht dürfen essen, also logischerweise, egal was, du hast nicht dürfen essen. Und noch schlimmer, wir haben ja schon Krise, wenn du irgendwie siehst, frag mich nicht, Scheiße, der Salat, der läuft jetzt dann ab und der ist schon im Supermarkt irgendwie an der Theke und der wird dann weggeschmissen. Noch viel schlimmer ist, dass einzelne Zutaten von dem Salat zum Teil schon in der Produktion abgelaufen sind und dann musst du die wegschmeißen. Dann kommt irgendwie, heisst, so, haben wir wieder Ananasschnitz für, was weiß ich, die belegten Brötchen mit dem, da, wo noch das Ananasli drauf geht. Und dann siehst du, ah, shit, das läuft morgen ab, ja, kann man nicht mehr brauchen. Okay, tschüss. Und dann denkst du immer so, kannst du nicht irgendwie dort für die Mitarbeiter das denen geben oder so? Haben sie nicht dürfen mitnehmen? Nein, gesetzlich geht das nicht. Was? Bei McDonalds haben wir auch immer weggeworfen, weil sie es schon nicht essen da. Das ist richtig. Frankreich Scheiße. Hat das aber geändert. Ich glaube, ist Frankreich nicht eines der ersten Länder gewesen, wo gesagt haben, Supermarkt dürfen abgelaufenes Essen nicht mehr wegwerfen, sondern sie müssen es an so Too-Good-To-Go-Sachen geben. Weil ich kenne Leute, kennst du sicher auch, das nennt sich Container. Ist das schon mal. Ich kenne Leute, also das ist so, Dumpster Diver. Also ich kenne Leute, das ist so, ich weiss von Leuten, wenn ich früher noch mal mit einem. Sogar, da sind wir wieder, weißt du, in dieser Welt vom Untergrund, wo einen Rucksack kennt. Und drum. Die dort schaut niemand mehr in den Rucksack. Die haben einen richtig großen Rucksack. Nein, die klettern halt drüber und gehen beim Supermarkt im Zobe oder zur Nacht Container aufbrechen und nehmen halt alles, was abgelaufen ist, raus. Aber das ist halt so oft eben einfach und, so Chips, was so verkaufen sie das denn oder oft für sich? Nein, sie essen das. Okay. Wie lange hast du das gemacht? Ich habe das nie gemacht. Aha. Gut. Nein, ich habe das nie gemacht. Nein, bei mir war es eher so Gassenküche, so mit Anstoß. So, da ist ein Fünfliber, kriegst du einen Dreigänger. Ich weiß nicht, wie gut der Dreigänger ist. Also, ich meine, Suppen ist fragwürdig, aber ich bin noch nie, ich hab mal Wellen in die Gassenküche als Kind. Ja. Yeah. Das ist so die komische Gedanke, die als Kind hast. Ich so, da kann man für 5 Franken essen wie im Restaurant. Und meine Mutter so, ja, es quasi. Schmeckt einfach recht viel nach Pipi und die Leute reden mit ihrer Hand, während sie essen. Ja. Yeah. Und ich so, das ist eigentlich, was ich mit 5 auch mache. Wieso gehen wir nicht öfters in die Gassenküche essen? Das ist das, was ich unter einem guten Restaurant verstehe. Genau. Ja. So, hey, look, wenn nicht mindestens jemand am Schreien ist, Alter. Es gibt ja die Gassenküche neben dem Hirschi, wo auch so die Heilsarmee ist. Mhm. Und dort ist ab und zu gibt's dort so Gedränge. Ich auch als Kind, habe ich unbedingt mal ins Gefängnis wollen.
Mit dem kann ich dir helfen. Bist du mal gesehen? Nein, aber ich kenne Leute. Ja. Yeah. Das ist einfach in der Schweiz. Ja, ja. Und zwar, ich hätte sogar mal können, weil, jetzt musst du mal hören, ich habe einen Buß gekriegt. Von der Witzpolizei. Ja. Nach dem ersten Solo. Nein, nach dem Podcast mit dir. Oh. Ja, ja, ja. Ja, also Corona, gut. Ich habe eh schwitzige Hände, das war jetzt gruselig, weißt du, du weißt, was ich meine. Also, ich habe irgendwie, ich weiß nicht, wie alt ich war, auf jeden Fall bin ich gerade noch im Gym gesehen. Ich bin zwar recht lange im Gym gesehen, aber ja, kein Abschluss. Und das war in Münster gesehen und ich habe einen Bus gekriegt, für das ich mit dem Velo den fucking Münster den Reinsprung drauf gefahren bin. Für das sollst du eigentlich eine Medaille kriegen. Ja, für den Reinsprung, dort sollte der Polizist den Block auspacken und sagen, weißt du, ich zahle dir einen Bus. Das soll passieren. Aber ich bin spät dran gewesen, natürlich, und fahre dort mit dem Velo drauf und dann stehen sie dort, weißt du, klassisch Velopolizisten, das sind die allergeilsten mit dem aerodynamischen Helm, oder? Und stehen sie so dort und so, ah, 30 Franken Bus. Wegen dem Bus schreiben, was weiß ich, bin ich trotzdem zu spät gekommen, das heisst, die haben noch den ganzen Aufwand für nichts betrieben. Und noch besser, weil ich derzeit natürlich nicht gezahlt habe, kommt irgendwann ein Brief, und es wird erhöht, von denen 30 sind auf 90 oder 120 erhöht worden. Oder ein Tag Freiheitsstrafe. Ja, du kannst ja keine Buße zahlen. Ja. Das ist in der Schweiz ist das eine Option. Richtig. Bis zu einer gewissen Geldstrafe kannst du sagen, ich kann 4 Tage Kiste. Ja, das war es ein Tag gewesen. Dann habe ich bei der Schule beantragt, dass ich einen Tag Dispens kriege, weil ich ins Gefängnis will. Sie haben es leider nicht berücksichtigt. Du musst doch keine Dispens. Doch, weil das Problem ist eben gesehen, ich habe schon zu viel Unentschuldigte gehabt. Oder nein, schon zu viel Absenzen gehabt, weil das ist ein gewisses Kontingent gehabt. Und weißt du, wo das Kontingent sich komplett gefüllt hat mit der letzten möglichen Dispens? An dem Tag, wo ich zu spät gekommen bin, wegen dem Bus. Aber dann passiert doch nicht. Also wenn du das Kontingent habe ich in den ersten 3 Wochen nach der Sommerferien aufgebraucht gehabt. Ich bin darum dann auch geflogen, so ist es ja nicht. Ah ja, ich bin in einer Privatschule gesehen, dort ist Fliegen so ein bisschen. Dort ist Fliegen... Je nachdem, wie gut die Eltern mit der Schulleitung haben. Gell? Nein, das sind nicht meine Eltern, die das zahlt haben. Das ist mir gezahlt worden. Aber es ist halt bei mir... Von der Gassenküche. Von der Gassenküche. Von der IV. Danke, dass ihr Steuern gezahlt habt. Dass ich den Gruß geht raus an alle Leute, die wirklich arbeiten und mir meine Bildung ermöglicht haben. Wie ihr merkt, hat es viel gebracht. Aber du hättest einfach in den Knast gehen. Ja, das ist wirklich... Ich meine, die Talks, die wir hier haben, die Leute verlieren IQ-Punkte. Das ist... Ja. Yeah. Aber du hättest auch in den Knast gehen. Und dann hat er sie am Morgen bei dir daheim angerufen und die Mama hat halt gesagt, sie, der Joel ist im Gefängnis. Ja, ich hasse natürlich, weißt du, es ist ja so klassisch, kennst du das 14-Jährige, ich bin ein bisschen Rebell, eben indem ich quasi ein paar Absenzen habe. Deine Frisur sagt heute noch, ich lasse mir gar nichts vorschreiben. Look, wenn ich meine Wand. Stylist, von Kammer Friseur, von Kammer Trainer. Wenn ich meine Wand will streichen, indem ich meinen Kopf in einen Farbkessel dunk und meine Wand selber mal, dann mache ich das. Yes. Schul vom Mutzen machen und menschliche Pinsel. Bei uns in der Schule war es so, dass wenn du 3 Verspätungen gehabt hast, hast du am Mittwochnachmittag Arrest gehabt. Ah, Arrest. Verspätungen so haben gut. Sie. Das ist so ein Eskalationssystem von Verspätungen kumuliert und dann Arrest. Und. Was du nicht hast, Stefan Harder, warst du auch geflogen, das stimmt, ist unentschuldigte Absenz. Mhm. Und dort ist halt der Punkt. Jerry. Erstmal ab 18 hast du selber können unterschreiben. Und ich bin mit etwa 5 Leuten in der Schule, die halt auf die Unterschrift von ihren Eltern gefaked haben. Und zwar ab Tag. Sie haben noch nie von ihren Eltern. Mama. Ja, dann ist es natürlich perfekt. Weil die Eltern haben nicht einmal unterschrieben, sondern sie sagen, das ist die Unterschrift von meiner Mutter. Sie sagen, okay, wir glauben das. Wir haben noch nie etwas anderes gesehen. Genau. Und dann plötzlich so eine andere Unterschrift. So, nein, das ist wirklich die Unterschrift von meiner Mutter. Und ich bin glaube nicht akzeptiert, wir glauben es nicht. Genau, so, meine Mutter hat es unterschrieben. Das ist nicht die Unterschrift von deiner Mutter. Und ich bin ab dem 3. Gym bin ich ungelogen so oft spät gekommen, in den ersten paar Wochen schon. Weil ich hab 2 Minuten Gehweg von der Schule entfernt gewohnt. Und die goldene Regel von der Verspätung ist, je näher du dort wohnst, wo du hin musst, desto später kommst, weil du denkst ja immer, läuft noch. Mhm. Sogar wenn du schon 5 Minuten spät bist, denkst du, ich reise einfach kurz zurück in der Zeit, während ich dort hinlaufe. Yeah. Und dann bin ich rechtzeitig. Yeah. Ich bin immer am Morgen die erste Stunde spät gekommen und dann nach der Pause habe ich auch auf Teil gefunden, so fuck you. Die ersten 5 Minuten Geo-Unterricht sind nicht wichtig. Und ich hatte so viele Verspätungen gehabt, dass ich glaube, vor der Herbstferien schon bis zu der Sommerferien jeden Mittwoch im Schuljahr Arrest hatte.
Ah, du hast quasi das Kontingent schon. Ja, aber okay. Maximal. Und ich bin der erste Schüler gewesen am Schulhaus, wo sie sich überlegt haben, Regeln anzupassen, ja, dass wir mehr wegen Verspätungen für dich kicken können. Ja. Weil ich habe das System gamed. Ich soll wirklich eh damit gerechnet, dass ich jeden Mittwoch nur eine Stunde Rest habe. Ich kann jetzt zu spät kommen, wie ich will, weil wenn ich nach einer Dreiviertelstunde erst komme, bin ich auch zu spät. Logisch. Und habe keine Unentschuldigte. Ja, 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 ja. Und wer von diesen drei hat trotzdem eine Matur? Der Junior. Der Junior. Du hast eine? Ja, ja. Die nutzloseste Matur auf dem Planet. Welche? Die vom FG Basel. Fickgestell. Bist du Fickgestell Basel? Bist du am FG? Was ist das FG? Heißt oft das Freie Gymnasium. Das Freie Gymnasium, ja. Alles klar. Es ist wirklich. Es ist sehr frei. Ja. Es ist sehr frei. Es ist free. Es ist eine lustige, ja, sau lustige Schule gewesen. Das war wirklich super gewesen. Es sind nämlich gar keine Kinder aus Basel dort gewesen. Und mit gar keinen meine ich so, nicht einmal im Umkreis. Nie, weißt du, die ganzen reichen Leute aus dem Aargau oder eben Gipf Oberfrick oder aus wie heisst das dort hinter Altspiel? Das komische, was schon fast Frankreich ist. Gerade wollte ich sagen, Frankreich. Nein, ja, das hinter Altspiel, das komische große. Nein, wie heisst Kopf Dami? Das, wo auch noch recht reiche Leute wohnen. Egal. Also, weißt du, die Kinder von Hofstädten sind ins FG gekommen. Und das ist auf der riesen Bauernparty gewesen, weil ich bin mit Abstand der Jüngste gewesen. Weil halt alle. Ich muss nachher dir zwei, drei Namen überwerfen und schauen, ob du die Menschen noch kennst. Aber wir haben halt schon, wir haben gleich, was haben wir? 8 Jahre Unterschied. Ja, ja. Ja. Ja, aber weißt du, wenn du das Alter anschaust. Also, man meint, du bist 8 Jahre älter wie ich, oder? Nein, ich bin der jüngste Mensch, was es gibt. Also, ich meine. Du bist mein jüngster Freund. Aber schau doch mal, wie. Siehst du, wie das glänzt? Seht ihr das ohne Gurkenmaske? Ich bin jung. Wow, Alex, jetzt macht er noch Fullscreen. Ich bin jung. Ich habe null Pigment. Nicht einmal ein bisschen. Ich blende Leute im Sommer, wenn sie mir entgegenlaufen. Aber ich bin jung. Ich habe das Gefühl gehabt, du bist fast ein bisschen durchsichtig im Sommer. Ja. Schon, oder? Ja, ich habe zwei Modi. Durchsichtig oder rot. Ja. Das sind die zwei Modi, die ich habe. Das ist sehr englisch eigentlich. Mhm. Und es tut nur weh, weil ich vertrage wirklich keine Sonne. Ja. Also es ist nicht so, dass ich einfach so wie Engländer bin. Bist du so ein Vampir? Bist du denn als einer, der so, die Sonne macht weh? So. Auf der Haut nicht, im Kopf. Ich kriege sofort Kopf weh. Also wirklich? Das ist richtig schlimm. Wenn es einen Kopf hat wie du, hat er auch Kopf weh. Dude, wenn es ein Gesicht hat wie du, im Spiegel wieder anschauen, hat er Kopf weh. Und wie ist es so als Gast bei Endstation? Endstation Takeover eigentlich. Das ist großartig. Ja. Ich wollte sagen, das ist das erste Mal, wo das jemals gemacht haben. Jetzt einfach miteinander schwätzen. Können wir ab dem, wo der Moritz da ist, das Audio-File haben und es aufladen und so, du, als hätten wir dich eingeladen? Dann müssen wir am Sonntag nicht. Dann müssen wir am Sonntag nicht aufnehmen. Es wäre recht gut. Voll schrecklich. Schrecklich. So, hey, man, haben Sie schon einen Gast gehabt bei Endstation? Es ist mal der Fabio Trümmlig dabei gewesen. Ja. Okay. So per Zufall. Also, nicht per Zufall gewesen, weil du hast mit dem Fabio den Podcast danach aufgenommen. Ist wie so, dann kann ja der Fabio gerade da bleiben. Ja, stimmt. Komm, gehen wir um das Mikrofon. Aber ich habe zweimal dabei gewesen. Ich kann schon wollen sagen, es ist mega schön, dass ich euer erster Gast bin. Aber dann nein, du hast dich ja beschwert, dass du immer der erste Gast bist. Darum bist du gerne der zweite oder der dritte. Ja, also, nein, ich bin halt immer am Anfang dabei, wenn das Zeug noch nicht läuft. Ja? Aber jetzt, wo ich eure Zahlen weiss, macht es auch keinen Unterschied mehr. Jetzt bleibst du mal locker. Mit dem unterhaltet ihr euch doch. Ich kann schon einen kleinen Chimpy-Podcast. Ich kann schon go bippeln, Alter. Machen wir doch weiter. 3 Stutz haben sie mir noch gegeben. Beschissen waren noch Strich und Faden. Oh mein Gott. Wie läuft es mit Matteo so? Hey, gut. Ja. Ich glaube, es ist bis jetzt der lustigste Gast, den ich hatte. Ja, wartest gleich weg und kannst ehrlich sein. Ah, je. Yeah. Aber ist er jetzt seit 90 Minuten so angespannt oder hat er ab und zu nachgegeben? Nein, er hat sogar zweimal gelacht. Okay. Mhm. Ich habe vorher eben durchs Fenster reingeschaut und also denke, Jesus, fuck. Aber dort haben wir gerade über den Erik Weber geschwätzt. Also weißt du, dort bist du natürlich auch ein bisschen angespannter als. Erik wird das so schauen. Servus. Da bin ich! Es hat ja wie. Der Matteo glaubt mir ja nicht. Und er hat immer das Gefühl, dass ich ihn verarsche. Mhm. Und auf das Mal haben wir ein Video auf YouTube, wo der Erik Weber kommentiert. Genau, da hat er zuerst gemeint, dass du ihn verarschst. Nein, hat er eben nicht gemeint. Aha, aber das ist so, oder was?
Das wäre das Allergeilste. Hast du einen Account kreiert, das ist echt Weber? Übrigens habe ich gar nicht gemerkt, du hast wieder eine neue Frisur. Zeig mal die geile. Bin mein Fokuhila auswachsen lassen. Ah, bist du am Auswachsen jetzt? Also ein Auswachsen, also ich will, es wird ein bisschen länger, dann kann ich wieder nachziehen. Okay, ja. Okay. Ja. Weil es ist schon recht, also hinten ist schon noch recht Party. Ja, ja. Ja. Business in Front Party Back kommt, auf der Sommer wird es richtig hart. Ja. Wird es richtig hart, ja. Ja. Weil dann ist vor allem so mit Combo Matteo, dann sind wir wirklich. Dann sind wir richtig assi, ich glaube, dann sind wir wirklich New Kids. Wenn wir dann so unsere 50. Folge aufnehmen und ich dann so einen langen Fokuhila haben und du hockst da dort, dann müssen wir einfach eine Trainerjacke anhaben und dann ist eigentlich. Ich habe auch mal einen Fokuhila, aber das Problem ist, ich habe so Beatles Haar. Also ich habe so wirklich so mega dichte, die so 5 Grad so wachsen und sobald sie länger wie da sind, sieht es aus wie so eine Playmobil-Figur. Yeah. Und ich glaube, der geht Fokuhila. Das war ja perfekt, dann hast du sie wirklich stark gerade hinten. Ja, aber ist nicht Fokuhila besser, wenn es hinten ein bisschen gekräuselt ist? Ich weiß es nicht. Nein, aber das kannst du ja trotzdem. Nein, das kannst du nachhelfen. Ja, klar. Ich meine, es würde lustig aussehen, wenn es einen richtigen Bob hat. So eine, also ich hatte wirklich einen Bob. Also gut, ich krieg so richtig schlimme Koteletten, dann geht es hier so 5 Grad runter und es wird vor allem so eine richtige Matte. Ja. Aber das war bei mir auch übrigens, und du lachst jetzt, weil du ja sagst, ich habe den Pinsel und was weiß ich, das ist natürlich viel Arbeit vom Coiffeur mit Ausdünnen und Effilierschere und was weiß ich. Also es ist ein Kunstwerk, das man da immer macht. Ich liebe, wenn ich bei meinem Coiffeur, egal was ich mache, ich zeige ihm ein Foto von diversen Frisuren. Das ist, was rauskommt. Immer. Ab und zu ist es nicht gerade. Ab und zu hat er die Wasserwoge vergessen und es ist nicht gerade. Etwas irritiert mich ja seit Ewigkeiten. Nein, schaut mich weiterhin an. Moment, jetzt, wo ist es an? Jetzt hast du dich einmal durch die Haare gefahren, jetzt ist es weg. Du hast die ganze Zeit so ein Haar gehabt, wo du so rausgeschaut hast. Ja. Ich bin heute geschnitten, weil ich dachte, ich muss glänzen. Ich kann schon wieder fragen, der Zettel auf deinem WC, wo so in Areal 72 schon, please wash your hands. Das haben da aufgehängt, aber nur wegen mir. Das hängt sonst nicht dort, oder? Ich denke so, ey, der Matteo, müssen wir daran erinnern, so, Alter, das geht im Fall nicht, dass du da mit deinen Pipi-Hands. Nicht wegen Corona, sondern allgemein. Ja, absolut. Ja, genau. Der unkultivierte Hobel, Alter, den müssen wir zeigen. Und dann kaum sagst du es, tut er sich da irgendein Spray. Wobei es hat wahrscheinlich nichts mit Handwaschen zu tun. Schlecht wie Ecstasy. Einfach kann man sagen. Das ist GHB. Er nimmt das jetzt so seine Poren auf und nachher geht er raven. Hast du mal bitte meinen Kaffee, bitte? Yeah. Was ist das? Hast du gerade wirklich Desinfektionsspray auf deine Zunge? Gespritzt. Der haben wir geschattet am Sommerfest. Stimmt ab. Wow. Aber es ist einfach Kräuter und Alkohol, oder? Ja, das ist eigentlich ein moderner Appenzeller. Yeah. Ja. Ich bin in einem Restaurant, wo Restaurants offen sein können. Bin in einem Restaurant gesehen und mache so das Desinfektionsmittel auf dem WC. Und ich denke so, das schmeckt wie Grappa. Und ich bin zum Chef gegangen und sage so, hey, haben die irgendwie Grappa ins Desinfektionsmittel da? Erstens hat er immer Desidentifikationsmittel gesagt. Zwetschge hat er drin. Aber nur bei den Männern. Und er denkt, schmeckt doch noch gut. Und bei den Männern. Okay. Nein, wahrscheinlich haben sie einfach keine Desidentifikationsmittel. Und er hat einfach gefunden, was ist der grusigste Williams, den wir haben. Mach da mal. In welches Fass habe ich schon wieder reingebrunzt? Ja, das. Gut, das nein, oft schmeckt sie so nach Fondue-Katze, oder? So bei gewissen Discounter. Ist es wirklich jemand, der einfach viel Fondue gegessen hat und nachher mit ein paar Williams nach und nachher hat er einfach direkt in das Ding gekotzt? Das Schlimmste ist der Weisse mit dem grünen Streifen. Desinfektionsmittel oder Grappa? Desidentifikationsmittel. Weisse mit dem grünen Streifen? Ja. Dettol? Nein. Elmex für die schlechte Zähne. Elmex grün. Elmex sensitive. Nein, ich glaube, ich gehe nicht zum Zahnarzt, die hat das. In irgendeinem Supermarkt haben sie das auch. Und Gastrobetrieb, wo sich die Schatz in einen Stutz mehr zu zahlen pro Flasche, die Desidentifikationsmittel. Bei denen schmeckt es so nach Biberschwanz.
Ich weiß nicht, wie Biberschwanz schmeckt, aber du weißt, was Biberschwanz auch heißt. Was? Uff, Alter, jetzt werden wir gecancelt. Biberschwanz. Also ich sage jetzt mal so, der klassische schiefe Neck Guckenmusik mal bezeichnet Biberschwanz als relativ flache, hängende Brüste. Aus dem Biberschwanz. Nein, die grusigste Desidentifikationsmittel, die man nicht ausfahren. Finde ich die, wo das Gel sind, yeah. Aber nicht das, was sich gerade auflöst und das, was so richtig hässlich kleben bleibt. Und nachher hast du das Gefühl, du hast Gummi. Und ich mir denke yeah. So, das ist im Fall gar kein Desinfektionsmittel, sondern ihr habt das nur gemacht, dass ich mir jetzt wirklich gut die Hände wasche. Das ist ein Trap. Das ist eine Falle. Ihr verklebt mir die Hände, weil die Idioten gehen eh nicht die Hände waschen, kommen wir machen irgendwie Holzleim drin, durchsichtige. So blaue Spider-Man-Hand, die ja. Hast, und ja. Dann muss ich mir sowieso meine Hände waschen, weil es klebt ja alles. Was habe ich vorhin gesagt? Ich habe irgendwas wieder sagen gerechnet. Desinfektionsmittel. Meine Eltern haben immer gesagt, desinfizieren. Ja. Desinfizieren. Heißt nicht desinfizieren. Oh. Desinfizieren. Ja. Ja. Wo ist denn das S? Das habe ich aber schon gehört. Desinfizieren. Ja. Glück, aber da wäre es doch jetzt gut, hätten wir einen Arzt oder eine Ärztin da. Wo so die wichtigen Fragen kann beantworten. Der Unterrecker. Weißt du, was ich meine? Desinfizieren. Desinfizieren? Ich glaube, der Unterrecker macht einfach einen Arzt nach. Der Unterrecker hat in Ljubljana studiert. Der Unterrecker ist eine Figur vom Unterrecker. Ja. Aber er ist wirklich Arzt, gell? Ja. Hast du wirklich studiert? Also nicht Doktor. Praktizierend, aber Doktorarzt. Ja. Doktor, toll. Ja. Krass. Ja. Wow. Und Pilot. Stimmt. Ja, klar, alles. Stimmt, ja. Und Stuntman wahrscheinlich. Er macht wahrscheinlich irgendwo Pornos noch, wo niemand davon weiß. Und mit dem verdient er wirklich viel Geld. Ja. Das macht gar noch Komiker. Er ist Pilot. Wo hat man... Ja. Airline-Pilot. Oder einfach so Piper. Oder stell dir vor, er war Airline-Pilot. Das wäre der beste fucking Flug. Und dann macht jede Durchsage... Ich kann mal sagen, hast du nicht das Gefühl, die Durchsagen sind immer sehr, sehr fast schon übertrieben. Das ist, weil der Unterrecker sie alle macht. Also sind einfach voraufgenommen, eingespielt. Wie sagt man desinfizieren? Das googeln desinfizieren. Wir jetzt nicht. Nein, wirklich. Desinfizieren. Was? Desinfizieren. Okay, und was, von wo kommt denn das S? Das habe ich auch schon gehört, zu Basel. Desinfizieren. Von ungebildeten Leuten. Dort kommt das S her. Ungebildete Leute machen Wörter. Ich hätte gerne noch ein S kaufen. Nein, ungebildete Leute machen aus anderen Wörtern, machen andere... Danke. Desinfizieren. Vom Sicherheits. Desinfizieren. Ohne S. Aber es gibt auch Leute, die Wörter verändern. In der englischen Sprache ist das etwas, was mich unglaublich fest aufregt. Ja. Und ich meine, maximal aufregt. Tomato, Potato? Oder? Nein. So Leute, die anstatt ask, ax sagen. Hey, und das Let me ask you a question. Das habe ich ohne Scheiß. Wo ich mir denke, nein. Das habe ich mit dem Charlie habe ich davon gehört. Wieso? Sagen in der NBA alle Ax. Yeah. Weißt du wieso? Weil es urban ist. Okay. Es ist cool. Du sagst nicht, is that your grandmother's house? Sondern du sagst, that's their grandma house. Mhm. Und ich mir denke, nein. Benutzt den Spruch, wie sie euch Gott gegeben hat. Aber weißt du, sogar der Luka Doncic sagt Ax. Ja. Sind alle urban. Ja. Und ich sage mir so, warum ändern die Wörter? Also es steht ja klar dort, ASK. Yeah. Einfachste Wort auf dem Planet. Du musst nicht mal das Alphabet, du musst nicht mal das ganze Alphabet können. Du musst drei Buchstaben können, du musst wissen, wie man es ausspricht. Mm-hmm. Du kannst es googlen. Ja. Yeah. Aber wieso macht man das, Moritz? Wieso tun die alle Wörter verändern? Das macht ihr ja auch als Liechtensteiner. Wir tun einfach das CH mit einem AVH ersetzen. Ich glaube, die machen es, weil es cool tönt. Irgendein Spruch verändert sich. Also das der Liechtensteiner cool machen alles nur, weil es cool ist. Nein, du. Also, es hat schlussendlich einfach mit Kultur und Bildung zu tun. Ja. Und es ist vor allem klar. Vor allem in der NBA. Die NBA hat viel mit Kultur und Bildung. Nein, aber ich rede jetzt von der Liechtensteiner. Eben, und wenn die halt fällt, dann schwätzt man halt so wie der Moritz. Das ist so. Ja. Nein, eh. Also, irgendwie, wenn halt einfach kein. Ich hab den verstanden. Das ist so gesagt. Nein, aber das ist im Lachen. Ich lache mit euch. Nicht, wenn man sich einmal über ihn lustig macht. Aber immer. Pa. Ich lache mit euch. So, jetzt mal ernsthaft. Bitte. Ja. Nein. wie sind ihr Freunde geworden?
Also weißt du, das ist noch nie gesehen. Noch nie gesehen. Also muss doch irgendwie. Also, die haben ja trotzdem euch schon mal verabredet. Jo, nein, auf Form Swiss Comedy Award hat er dann gefunden, so geil, du darfst mich noch nicht allein. Ja. Weil er ja schon gewusst hat, dass du gewinnen wirst. Er hat von Anfang an gesagt, das ist rigged. Er ist rigged. Ja, das weiß ich. Das ist die alte Trump-Masche, ja, oder? Einfach mal, Count the votes. Also, jeden Fall stimmt. E-Mail-Votes aus Georgia sind nicht zählt worden am Swiss Comedy Award. E-Mail-Votes aus Mendel. Aus Triesenberg. Genau. Triesenberger E-Mail-Votes. Triesenberger E-Mail-Votes. Sie denken, es gibt keine E-Mail. Jetzt teilt die ganze Gemeinde an E-Mail-Adresse. Das Problem ist halt, sie haben halt IP-Adresse vom Liechtensteiner Vaterland, wo die Zeitung ist, wo der Moritz porträtiert hat, blockt. Triesenberg.li. Genau. Dann ist das Triesenbergli. Triesenbergerli, genau. Yeah. Nein, wie sind wir. Also, Freunde ist halt so ein weit gefasster Begriff. Nein, also. Hey, sind wir Freunde, hör auf Lüge. Die haben euch kennengelernt, wahrscheinlich irgendwie Open Mic. Open Mic. Ja. Ah, ist cool mit dir. Habt ihr überhaupt schon mal bezahlte Auftritte gehabt bis jetzt? Nein, okay. Zählt der Schokimilch als bezahlt. Hast du dann auch Domino's-Pizza bekommen? Ich habe das kein Auftritt gesehen, das ist ein Instagram-Post gesehen. Nein, also, Open Mic hat euch kennengelernt und hat gefunden, ey, du bist easy. Ich habe am Anfang gemerkt, dass ich ein Bauer bin. Nein, ich habe ihm am Anfang zugeschaut, wie du mit Deutschen am Strand... Was heißt okay, ja. Ich habe ihm am Anfang zugeschaut, wie du mit Deutschen zuschaust, wie er sich am Strand den Rücken probiert einzucremen. Es ist einfach etwas Interessantes. Es ist einfach so... Ich bin dort gesessen und ich habe mir gedacht, so, oh, ich will sehen, wie er es schafft. Schafft er es nicht? Und er hat es geschafft. Aber er ist halt mit Birkenstöck und Kühle gut. Er ist mit Birkenstöck und Kühle gut. Ich verbinde Kulturen. Mhm. Ist schon auf der Bühne. Ich bin bereits schlechtest. Und ich bin einfach dort gesessen und ich habe gedacht, so, ich weiß nicht, was das ist, aber ich will mehr davon sehen. Ja. Und ich glaube, er hat am Anfang einfach Angst vor mir gehabt. Nein, ich habe wie, du bist so mit dem Rammstein-T-Shirt dort gesehen, so der Trainerhose, und habe ich gedacht, neue Art von Crossover, Rap und aber auch Metal. Und dann bist du das recht. Das hat schon in den 90ern gegeben. Ja, aber er ist wie so die neue Version. Ah. Ein bisschen mehr Urban. Antrax und Auf jeden Fall Doggy Dog. Auf jeden Fall, mal schauen, er hat okay. Warte, ich laufe gerade ein Mann vorbei, der so einen Gamer-Headset hat. Nein. Okay. Entschuldigung, aber der Kreis 4 ist crazy. Aber er lebt im 2037 in dem Fall. Ja, sicher. Er ist wie noch ein Flugsimulator, einfach am Weiterfliegen. Der Autopilot drin, aber er will trotzdem den Funk hören. Nein, ich habe dich gesehen und habe so gedacht, hey, interessanter Typ. Weil ich glaube, also jetzt nicht, dass ihr mich grossartig mit unserer Freundschaft zu tun habt, aber ich glaube, du wie auch ich sind quasi so standalone-mäßig. Haben wir für uns selber geredet. Weil einfach alle anderen sind mit gelauter Jokes gekommen. Wir haben wenigstens mit unserem eigenen Seich probiert. Das stimmt nicht. Es ist nur einer ist mit gelauter Jokes gekommen. Mhm. Ein einziger. Aber die hat doch gut geklaut. Das ist sogar in der Zeitung gelandet damit. Stimmt. Er hat jetzt einen OnlyFans-Account. Ja, er hat einen OnlyFans-Account. Ich weiß mal. Komisch. Und ein großer Penis. Boah. Recht groß. Ja? Recht groß, ja. Ja. Hat das mal einen Test-Account? Nein, es ist bemerkenswert. Es ist wirklich so, das hat alles in diesen Skinny Jeans Platz. Das ist. Dreht es bei auf den Skinny Jeans für das. Ja, also eigentlich der Matteo und ich sind eigentlich eher erst über OnlyFans richtig grosse Freunde geworden. Ja, nein, der Punkt ist, wenn man so gleich auf den Accounts teilt. Kann man kommentieren bei OnlyFans? Haben euch dort dann so, hey, weiß ich gar nicht. Fanforum? Nein, ich glaube es nicht. Nein, wir plagen ihn relativ hoch. Ich würde sagen, eigentlich müsst ihr uns einfach Geld geben, weil wir plagen ihn auf jeden dritten Podcast. Ja. Gut, abplagt auch viel. Abplagt auch viel. Knick-knack. Ja. Nein, dann haben wir irgendwie, ich weiß wirklich nicht, ich glaube, was der Knackpunkt war, ist, weil ich bin immer sehr, ich kann nicht, ich habe das Gefühl, ich nerv Leute nur die ganze Zeit. Mhm. Also auch unser Opener, ich habe das Gefühl, ich bin heimgegangen und ich habe das Gefühl, ich bin all diesen Leuten nur auf den Sack gegangen. Du hast ja auch ein gutes Gespür für Situationen. Ja, mega, voll. Ich habe mega die gute, weiß ich meine, ich kann mega gut zuhören, fall niemandem ins Wort. Mhm. Das hilft, Leute kennenzulernen. Und ich habe wirklich das Gefühl, also ich habe das ja jetzt noch das Gefühl, ich habe wirklich das Gefühl, also, die wollen alle sicher nichts mit mir zu tun haben und ich bin wirklich nur dort, weil es eine Gratis-Show ist und sie irgendwie mir ins Programm füllen. Mhm. Das ist an jedem Auftritt so mein... Ja. Denk so. Das habe ich auch das Gefühl, wenn ich zahlt werde. Übrigens. Ja, ich habe das Gefühl, ich habe noch nicht ganz verstanden. Irgendwie habe ich euch austrickst oder so. Das wird nicht passieren, was da gerade passiert. Und dann hat aber der Moritz mir geschrieben an einem Tag,
dass er einen Job für mich hat. Und ich schon so, okay. Also, schauen, nein. Welchen Witz das er geht für 50 Franken. Ja, nein, so, okay. Entweder gehen wir irgendwo in den Österreich und ein paar Geissen klauen. Oder wir machen einen Wurststand auf. Das sind so die zwei Optionen gewesen. Und dann musste ich ihm für seine Seifenfabrik helfen. Ich glaube, wir haben gar nichts geschafft an dem Tag. Wir haben nichts gemacht. Einmal so gesagt, so, hilf mir doch bitte, so, weißt du, so die Paletten da, es hat irgendeinen Umzug gegeben von einem Laden von Basel nach Zürich. Und er musste Paletten rüsten und ich musste helfen. Weil er... Gibt es jetzt nicht mehr zu Basel? Es gibt jetzt einen neuen, ist schon egal. Okay. Einmal hat er jemanden gebraucht, der kann lüpfen, weil sie rücken nach 52 Jahren harter Arbeit, ist halt nicht mehr der Jüngste. Ja. Wir haben einfach 3 Stunden lang uns kennengelernt und haben ein Pastrami-Sandwich gegessen. Wir haben beim Sapori del Sud, bist du schon mal gesehen? Nein. Mein Gott, ist das gut. Bro! Du bist in Basel. Leute, mal abends, wenn du in Basel bist, gehen wir beim Sapori ein Pastrami-Sandwich holen. Okay. Wow. Ist das so wie im Katz-Delikatesse in New York? Mir gefällt es besser als Katz. Weil Katz finde ich aber nicht gut, ja. Nein, mir gefällt es besser als Katz. Katz ist halt Classic New York Style, aber das Katz hat mir ein bisschen zu wenig Salz, ein bisschen zu wenig Flavor gehabt. Und er macht brutal. Okay. Er macht richtig ein nice Sandwich mit so Rauchbrot. Mega, mega, mega simpel. Wo ist der? Einmal Spalen Vorstadt und dann hat es, glaube ich, eine neue Location auch noch an der Rigas aufgemacht. Okay. Und hat viel zu gute Dude. Spalen Vorstadt? Er ist, mein Gott, er freut sich so fest, wenn du ihm ansagst. Wo ist Spalen Vorstadt? Wenn du von der Uni Richtung Spalen da läufst, auf der rechten Seite, weißt du, wo der Tell ist? Ja. Yeah. Wenn hier der Tell ist, vielleicht so 4 Läden rechts neben dem Tell. Wie von der S-Bahn. Okay. Ich wohne ja ganz in der Nähe. Also. Okay. Müssen wir da vorbeigehen? Ja. Yeah. Einmal haben wir dann das geholt, haben wir recht viel Kaffee getrunken. Voll auf Maff gesehen, stimmt ja, so eine Espressomaschine gehabt. Ja, ja, wir haben so immer wieder Espressos rausgelassen und dann haben wir gemerkt, wir wissen nicht. Ah doch, wir haben ein WC gehabt. Mhm. Dann sind wir so alle 2 Stunden so abwechselnd nach dem 4. Espresso. Was sind denn drümmelige Gebäude, wo du die Bandroom hast? Nein, das ist beim Dings. Und dort habe ich gemerkt, so, ah, okay, gut, easy. Kann man, weißt du, ich meine, der will mich nicht, der hasst mich nicht. Das ist so, der hasst mich nicht. Und von dort ab sind wir, glaube ich, auf der Bar mal auch lustigerweise zusammen angefragt worden. Oder weißt du, am gleichen Event auftreten oder angefragt worden. Und ich weiß gar nicht, der Rest, irgendeine verschwommene, einfach so eine, hey, wir machen einfach irgendwas zusammen, I guess. Mhm. Aber zum Beispiel die Idee für den Podcast haben wir, vor dem Swiss Comedy Award kam, beziehungsweise es war einfach so wie so etwas gewesen, was wir beide haben wollen machen. Und, gut, du machst ja mit allen Podcasts. Ja. Und dann auch wieder nicht, ja. Yeah. Aber dann mit dem Fabio machst du noch, oder? Ja. Yeah. Ja, ja, dann machen wir noch. Mhm. Und, was soll ich mir sagen? Wir haben einfach nicht vorher anfangen, weil es war halt wir gewesen, so, weißt du, so 4-5 Wochen vor uns Swiss Comedy Awards, wenn die, wir hätten nicht gewusst, wie es ausgesehen hat, wenn wir vorher angefangen hätten, zusammen einen Podcast launchen und dann. Und ich glaube, in der Woche danach oder am Tag danach haben wir die erste Episode, so, haben wir sie rausgehauen. Also jetzt erst, glaube ich, am Sonntag gewesen. Montag haben wir aufnehmen wollen, ich bin sehr verkatert gewesen, Montag ist mal gerne gegangen. Ja, weil der Moritz, das ist eh schon im Internet. Der Moritz, noch nie jemand gesehen, der so gut verloren hat wie der Moritz. Er hat mit Grace verloren. Absolut. Im Bernhard Theater. Ja. Yeah. Ab dann ist es... Gute Gespräche mit ihm an der Afterparty, wo er wahrscheinlich nicht mehr weiss. Ja? Ah, ich habe nie einen Filmriss. Ich kann mich aber leider an alles erinnern. An der Afterparty ist es sau gelacht. Wir haben zusammen Fotos gemacht. Mhm. Das war das Beste gewesen. Ich bin rausgekommen und der Afterparty hat mal Johnny Fischer beleidigt. Dann habe ich den Büssi angeschreit. Hey Büssi, du alter Ficker, komm mal da her, herziger Hund. Und schon bin ich weitergelaufen und er so, hey, was? So. Während der Büssi sich mit einer Frau unterhalten hat, also dachte, was ist genau los? Ich glaube, es hat die Unterhaltung trotzdem nicht so geschadet. Manuel Stahlberger hat etwa 17 Mal ein Lied von ihm vorgesungen, weil so die liegen. und er einfach immer so, nimm halt Schnupftabak und so, halt mal die Schnarre. Und dann bin ich schlussendlich damit geendet, dass ich mit einer bezaubernden Begleitung in der Ole Ole Bar gelandet bin. Ja. Freundin? Ja. Da Leo Lebar gelandet bin. Und dann ist sie drinnen am Tanzen gewesen und ich bin rausgegangen, Zigaretten gerochen. Und aus irgendeinem Grund habe ich mich dann nachher bis zu meinem Slip abgezogen. Und habe mich mit meinem Gürtel auspeitscht selber. Das und habe ich nicht. Und habe gesehen, ich habe verloren. So aus Spass. Und nachher läuft er. Wie heißt du wieder der Wirt vom Longstreet? Der Barkeeper. Das ist Trey Wallon.
Der Wallon. Ja. Dann läuft der Wallon vorbei und sagt so, hey dude, have some dignity. Sagt er so zu mir. Und ich so, nein, ich hab verloren. Und lach so. Ja. Das ist ja leicht, das ist einer Peter Griffin halt. Das ist... Also das habe ich natürlich auch komplett aus purem Spass gemacht. Es gibt aber scheinbar ein Video davon, das finde ich das Geilste. Und wer auch Schienz. Immer das Video hat... Hast du das nicht gesehen? Nein, weil Eppert hat eine Insta-Story über Gas gemacht und dann hat mir wie jemand geschrieben so, hey Moritz, gehst du im Ausgang gesehen? Wer immer diese Story hat, 50 Franken Twint direkt schicken sie mir, falls es jemand hat. Aber von mir gibt es 20 drauf. Ja. Ihr uns auf den Lappen. Dude, wenn wir diese Story haben, oder wir schauen einfach, dass wir irgendwann wieder an den Punkt kommen, wo du dich vor der Leo Leber... Ich finde, wir können es nachstellen, können einspielen. Könntest du es erst jetzt machen? Nein, ich habe jetzt nicht zugelegt über den Winter. Damals bin ich top shape. Was hast denn du eigentlich noch gemacht nach dem Award? Ich musste gehen. Machen halt den fucking Award 4 am Sonntag zu Oben. Sehr gut, kleiner Matteo Quinter Award, wenn wir alle zum Apro gehen, jo. Muss er einen kleinen Interview-Marathon machen. Kommt Uffi, ist komplett gestresst, weil einfach ein Bier trinkt und etwas essen. Ein Bier hat er übergeholt, zu essen hat es nichts mehr gegeben. Oh, ich muss gehen. Ich gehe zum Typ vom Asado Grill und denke so, alter Geil, jetzt kriege ich da von dem geilen Grillfleisch oder von dem Pastrami, was wir haben. Das Einzige, was mir in die Hand geht, ist eine Visitenkarte. Ich sage, hey, danke. Viel Spaß. Danke, vielmal. Dann habe ich mich ein bisschen voll gemacht. Aber weißt du, also ein bisschen voll gemacht. Ich bin halt nach so zwei Bier habe ich viel zu fest einen Donner gehabt, weil ich natürlich 6 Stunden nicht mehr gegessen habe, ich zu nervös war, bin vorne dran. Ja. Yeah. Und dann ist der Victor Jacobo zu mir gekommen und hat mit mir über den Henry der VIII. Wollte einfach reden, ein bisschen. Und dann sagte ich, das ist mega gut, die Referenz, die du gemacht hast, hast du das Buch über ihn gelesen, hat er noch ganz viel anders gemacht. Ich so, dude, ich weiss 3 Sachen. Ich weiss, er hat seine Frau, er hat alle seine Frauen gefickt und geköpft und er hat ein bisschen etwas gegen den Papst gehabt. Weißt du, ich habe so oberflächlich habe ich so ausgesehen, als hätte er so eine gute historische Referenz gemacht. Und er so mega so, hey, das finde ich mega geil. Ich so, ich habe keine Ahnung, was du redest. Darum habe ich schon sehr früh angefangen, nur dumme Comedy zu machen. Damit ich mit dem Victor aber er hat es, glaube ich, relativ schnell gemerkt. Er hat relativ schnell gemerkt. Oh nein, der Ast ist hohl. So in den toten Augen während der Frage gestellt. Ja, der Ast ist hohl as fuck. Und dann habe ich den Dings bekommen, Alter. Dann habe ich 2 Flaschen Champis geschenkt bekommen. Oh. Und die haben wir aufgemacht und getrunken. Und dann habe ich müssen am 11 Uhr gehen. Rose Champis gesehen? Ein Rose und ein Champis habe ich von Schweizer Winzer bekommen. Yeah. Und dann habe ich müssen bei, wie heißt der Asi-Bahnhof, wo sie Stadelhofen. Immer, Stadelhofen. Habe ich nach Stadelhofen müssen gehen. Apropos Lieblings-McDonalds. Weil eben nach jedem Comedy-Event eigentlich im Berner Theater trifft man sich irgendwann noch in dem Mac dort. Im McDonalds Stadelhofen? Yes. Du wirst nicht abgeschlagen, wenn du da reinläufst. Nein, sogar mit dem Blümli-Anzug. Du bist der beste Anzug. Mit dem größten Vollidiot. Nein, aber du hast den Anzug. Ich hab dich gesehen, ich hab gewusst, der Schuh. Ja, okay, der Schuh hat gewonnen. Gott, wenn man halt so nicht lustig ist, muss man mit Props schaffen, ja. Gell? Das ist halt schon. Willst du noch mal einen Schluck Wasser? Nein. Wasser. Oh, Jesus. Aber das ist lustig. Also, ich hab's lustig gefunden, weil es jetzt für mich. Also, ich hatte einen mega positiven Eindruck gehabt, weil. Weil wir keine Türstopper mehr müssen kaufen, haha. Nein, weil halt so die Leute, wo ich würde jetzt, also, wie kann man das, auf die Leute, wo etabliert sind in der Szene, wo Grössen sind, sind mega wenig Leute, also ich habe mit mega wenig Leuten geschwätzt dort, yeah. aber ich habe wie so gemerkt, so, die kennen sich alle und es ist überhaupt nicht so eine High Society Nase hoch, also nicht, dass es das eh wäre, yeah. aber es ist null abgehoben, wo ich Leute aus der Musikindustrie kenne, wo ja so teilweise abkapselt die Echokamera sind, von wir machen mit denen nichts, yeah. die sind uncool und die können sich ficken. More Eats, kennst du den? Ja, was für ein Sellout. Richtig. Mal richtig gute Indie-Musiker gesehen ja. und jetzt macht er da irgendwie, was weiß ich, war so Yelmoli-Werbungssongs und so, nur kann ich nicht ernst nehmen. Macht er Yelmore Eats. Nein, das habe ich dort... 3 Millionen Aufrufe. Hä? 3 Millionen Aufrufe. Wirklich? Mhm. Aber ja, auch wegen Yelmoli, oder? Mhm. Nicht wegen der Musik. Werbung, nicht wegen der Musik. So alle Leute so, Alter, hast du einen neuen Moli-Werbesong gehabt? Selten hat der Musik so wenig gepasst. Und du hast ja wirklich, also kann man sagen, du hast dir auch wirklich nicht so viel Mühe gegeben. Du sagst, ich habe die zwei Songs. Hat sie noch irgendjemand noch gehabt? In der MP3. Sie mit der Ukulele aufgenommen. Das ist Weihnachtsmusik.
Ding, 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 ding. Nein, was ich da gemerkt habe, ist halt dass ich das Gefühl hatte, so, die sind alle mega liebe Menschen und die sind alle miteinander verbunden und es ist überhaupt nicht so ein abkapseltes, abkapselte Szene. Yeah. Das, ich habe dort halt zum ersten Mal wirklich so all die Leute an einem Ort gesehen und also ein bisschen können selber auch andere Sachen hören und sehen. Und das hat mich positiv überrascht. Es hat doch gezeigt, dass es bei den Leuten voll finanziell nicht gut läuft, weil alle haben sich so gefreut, dass es gratis etwas gibt. So wirklich. Gut, es ist natürlich noch speziell gesehen nach Kronsk. Corona. Obwohl, da kann man jetzt auch den Buchstaben wechseln. Anstatt Koronska, Koroxka. Okay, du hast es probiert. Desidentifizierung. Ja, du hast es probiert. Hauptsache, du hast Desidentifizierung. Das Beste, und wir sind in der ersten Reihe gesessen. Ich komme da und ich denke mir so, okay, gut, für die Nerven gibt's jetzt etwas zu trinken. Frau läuft vorbei, wenn sie etwas bestellen? Ich so, ja, voll. Bestellt. Wollen bestellen. Und sie so, zahlen die Badekarte. Ich so, ich zahle gar nicht. Ja. Ich so, ich bin da, weil, schau mal, weißt du, ich so, Red so, Carpet, es gibt oder? Gratis. Und sie so, nein, das kostet. Und ich so, ich hab nicht mal mein Portemonnaie dabei gehabt, weißt du? Ich hab nichts dabei gehabt. Das ist eben, wenn man das erste Mal geht, dann Dude. Macht man das noch. Ja. Und sie so, nein, das Buffet danach ist gratis. Und ich so, okay, danke. Und dann auf Moritz in Nacken Flasche Champis bestellt. Und auf Moritz in Nacken. Ich hab Flasche Champagner. Und nachher hast du noch zwei Geschenke gekriegt. Stell dir mal vor. Vier Bier und glaub noch vier Fläschchen Wasser. Ja, mir im Wasser. Und dann habe ich effektiv verloren und habe dann als allererstes zum Bahnhof Stadelhofen laufen müssen, um einen Bankomat zu finden. Zum Cash zahlen, du hast nicht mehr Karte zahlen Nein. können. Das ist das Problem gewesen, ich weiß noch. Gut, ist auch nur Corona. Stimmt. Die Frau hat sich aber mega gefreut, dass ich gezahlt habe, bis jetzt fix denke, okay, der andere. Ich bin auch so besoffen. Es ist gut gewesen, dass ich nicht gewonnen habe. Einer von hast du ihn gehört? Hast du einen Flachmann dabei gehabt? Ein Flachmann oder Biker? Hat einen Flachmann dabei gehabt? Fabio Landerts Daddy immer schön päckelig. Und so ab, ich würde sagen, im ersten Drittel von der Show hat er ab und zu noch so Adlib, weißt du, noch so ein Drei. Hey, hat so etwas gehört noch so. Und dann so, hat er noch so jemand hat probiert, einen Witz zu machen. Ich so, wow, hey, funny. Oder hat er so noch seinen eigenen Tag hinter drei gerufen. Und dann hat er auch einmal hinten oben, ist der Ozan gesessen, hat er so, Ozan, hey Ozan, also zumindest wir haben da schon so gewunken. Und ich so, irgendwie hat er gar keinen Fick gegeben. Und ich dachte, ich so, was passiert? Weil ich kann nicht mit dieser Nervosität umgehen, mit Entscheidungen. Ja, yeah. Was für Entscheidungen? Jo, war jetzt gewöhnt und ob ich noch, weißt du, das ist, ob ich, weil, zwei, der Punkt ist ja dann gesehen, du trittst schon nachher noch auf. Das hat mich am allermeisten gestresst. Stimmt, denke, so. nach der Pause tut ja der Gewinner vom Newcomer, wie heißt der, Talent Award, tut dann auch noch schnell 5 Minuten machen. So, oder? Ja. Und ich habe so verschissen, Alter. Nein. Boah, Alter. Nein. Wow, ist das. Kennst du das, wenn du währenddessen merkst, das geht gar nicht in den Arne? Ich finde es so völlig mühsam zu erwarten von irgendwelchen Kids. Nein, aber das ist ja nicht so lange machen. Ich habe mir da vom Bu ins Bu von der Szene auftreten. Mhm. Hey, weil die sind ja schon seit Jahren, Jahrzehnten dabei und es ist schon, die dann aus der Reserve locken, musst du ja richtig abliefern. Und ich einfach so meine, also die letzten paar Open Mics, die besten 5 Minuten zusammengeschustert. Ja. Yeah. Aber darum finde ich eigentlich, ich finde ja gut, dass der Talent Award eigentlich eben wie eine Show in sich ist. Nämlich dort, wo alle auftreten. Mhm. Aber aufgrund von dem wird erst die Nominierung festgelegt, gell? Ja. So ist es. Ja, ja. Weil, weißt du, wo es noch keine Sau interessiert hat und ich dabei gewesen bin, ist alles eine Show gewesen. Da hast du Auftritt gehabt und dann ist dort vor Ort entschieden worden und dann ist an dem oben ist dann auch gerade noch gesagt worden, du hast gewonnen. Und ich habe mit Fabio, der Fabio hat zwei Sachen gewonnen. Der Fabio hat auch 4 Meter hohe Pokal gewonnen. Ja. Der Fabio hat den grössten Pokal auf dem Internet. Genau. Der grösste Pokal auf dem, was ich eigentlich so an so japanischen Kickbox-Turnier vergangen. Weißt du, der. Gut, es ist aber übrigens auch der, wo du irgendwie im Klein Basel beim einen kannst bestellen für irgendwie 150 Stutz. Und dann macht sie ja sogar noch Gravur. Ja, der Hammerstoß. Haben wir mal für einen FIFA-Pokal haben wir das gemacht. Und vor allem, so, der hätte nicht mal im Kellerabteil Platz. Weißt du, da kannst du eigentlich gerade aber das ist, weil der Fabio genau das Jahr verwünscht hat, wo die Fernsehsendung neu gegeben hat und
den anderen Awards auch noch gegeben hat. Und dann haben sie, wo die Fernsehsendung neu gekommen ist, haben irgendwie die Menschen vom Fernsehen und dem Award haben irgendwie nie richtig miteinander geschwätzt. Und dann haben sie gemerkt, ah shit, wir haben doch wie zwei Newcomer-Wettbewerb mit Awards. Wieso tun wir das nicht zusammenschalten? Ja. Das ist das Jahr drauf dann passiert. Aber das, dann mit dem Auftritt, da denke ich mir halt so, es ist schon ein easy Stress. Also ich will mich nicht beschweren, weil es ist cool gewesen, weil ich den Auftritt bekommen habe. Es ist viel Exposure gewesen. Yeah. Aber wenn der Typ, der den Online-Preis gewinnt, zeigt dir dann auch sein bestes TikTok von diesem Jahr. So noch, und jetzt sehen wir noch am Raj sein bestes, oder am Adi sein bestes Video. Das ist auch nicht... Gut, das hast du aber schon bei der Nomination dreimal gesehen, oder? Ja, das habe ich ein bisschen weh gefunden, dass sie das alles zusammen tun. Yeah. Und die dann auch noch so Stage-Time bekommen, weil, obwohl sie eigentlich gar keine Stage-People sind. Also Stage- Du meinst, sollte sie per FaceTime sollte sie... Ja, nein. Nein, so ist nicht gemeint. So ich habe nicht No this, also no front, so ist nicht gemeint. Aber es ist halt... Ja, nein, aber die Internet-Johnnies können sich schon ein bisschen ficken. Ich finde, das ist schon recht. Aber ich finde im Fall... Nein, aber ganz, nein, aber ganz ehrlich. Dann hat er noch Corona gedankt. Dann hat er am liebsten echt seine Schnitzel abgeschnitten. Ich danke Corona. Ich meine, no, wirklich nicht affronten. Aber du kannst nicht Corona, du kannst nicht an der Pandemie danken. Ich weiß wirklich nicht. Mal ist recht legendär gewesen. Ja. Aber ich wäre dafür, dass Podcasts auch ein Ding sind, dass wir gegen dich gewinnen können. Ja, will. Oder? Ich fände es einfach cool, würde, wo immer der Podcast Award dann wäre. Mhm. Und wir würden natürlich nicht gewinnen, aber ja. Falls wir gewinnen würden, will ich, dass ich es vorlese. So. Und der Gewinner ist Endstation mit dem Matteo Gudenrat. Und dann das war's. Und du machst wieder so, Alter, ich mache alles. Und Dankesred wäre mir, wenn wir eine Stunde lang eigentlich einen Podcast machen. Dankesred ist ein Live-Podcast. Kannst du sagen, ja. Als Dank, Gott. So wie es bei Online müsste ja. Sein, hast du dann wirklich einfach, wow. Als Dank hast du einen ganzen Podcast. Aber ja, ist das nicht bei Deutschland? Soll ich sagen, was wir machen? Entschuldigung, dass ich unterbreche. Wenn wir nicht selber einen Podcast-Award erfinden und ihn uns einfach selber geben, so haben sie ja Werbeagenturen auch immer. Ah ja, danke. Das ist ja, so nein. Fünf Agenturen, die zusammen... Capri-Sonne hat ja seit 12 Jahren das Siegel der Güte vom Institut Fresenius, wo kein Institut ist, sondern ja. Irgendeine GmbH mit Briefkasten, wo es ein Siegel drauf gibt mit einem ja. Högli. Aber wir können eigentlich die Swiss Podcast Awards machen. Ja. Und dann machen wir einfach ein Logo und dann können wir eigentlich alle Jahre hin und her schieben. Die ganzen Awards. Das ist mir schon bei dem Swiss Comedy Award. Der einzige Zeitpunkt, wenn ich über das Swiss Comedy Award rede, ist zum Moritz 1-3-Gratschen. Es ist so... Weißt du, ich meine, ich finde so Awards, Wettbewerb generell, vor allem bei Kunst, im Sport oder so macht es ja Sinn, aber so ein Wettbewerb, so wer der lustigste, weil es geht ja so auseinander, die Geschmäcker. Oder der, ja. Weißt du, was ankommt, geht ja hart auseinander, wo ja. Ich mir dann denke, so, wie kannst du sagen, dass die Person die lustigste ist, wenn der lustigste ja nur ist ein... sicher nicht gesehen. Ja, eben, das meine ich ja. Das ist, was ich meine, so, das ist ja Publikum. Darum hat mir das Wort. Klar gefällt es mir, dass ich eben für was damit kommt, yeah. Dank Corona gar nicht damit komme. Yeah. Ja. Null Franken. Null Franken, die ganzen Auftritte, die danach kommen, waren alle abgesagt. Online, die du nicht löschen kannst. Aber sonst ist das halt für mich eher so ein Ding, und ich denke so, oh. Ich bin dann auch, der Ahmed Bilge hat auf der englischen Comedy-Shows also den richtig zelebriert, dass er gefunden hat, we have a Swiss Comedy Award winner here tonight. Und ich so, und jetzt haben die Leute das Gefühl, ich bin wirklich lustig. Yeah. Nein. Und dann... Aber Swiss Podcast Awards müssen wir einfach trollig machen. Ja, wir machen ihn nicht. Hä? Wir machen ihn nicht. Aber das machen wir machen nur. Preis. Ja, wir sind nominiert gegen viel gut Podcast. Aber ohne Voting. Ja. Nur mit Jury. Und ich. Jury sind mehr. Aber wir drei und wir stimmen zwei gegen einen. Gut, ich kann natürlich alle meine Gäste. Nein, du kriegst, alle meine Gäste. Du kriegst schon den Lifetime Achievement Award. Stimmt. Ja, finde ich auch geil. Dann gibt es den besten Techniker. Nimm ich. Bist Support. Nimm ich also du bist sicher Fall. Nicht der beste Techniker. Nein, auf keinen Fall. Also wie oft mir irgendetwas... Was ist gesehen? Wir haben letztens aufgenommen und so nach 46 Minuten der Mal so, aus jeden Fall bei mir nicht aufgenommen. Klassiker. Ja, oder auch nicht schlecht, ich lade die Woche den neuen Podcast auf und dann schreibt einfach jemand, und jetzt Gott sei Dank auch noch nicht postet oder so, dann schreibt jemand, hey, ist es beabsichtigt, dass man nur die gehört? Und vor zwei Wochen Legende, Podcast aufgeladen, wir haben knapp eine Stunde aufgenommen, der Podcast ist zwei Stunden lang. Er hat einfach nach einer Stunde, ist auf der Stunde Stille in einem Podcast. Nicht.
Aber das ist gut für die Playtime. Ja, super. Und nachher schreibt man auf den Einzelfall, ab 59 Minuten hört man nichts mehr. Und ich so, ab dann ist es ja fertig. Und dann, aber es läuft weiter. Es läuft mega gut bei mir. Wir haben jetzt über 2 Stunden gemacht. Nice. Ich glaube, da ist auch bei uns langsam, ich habe Hunger. Ja. Ich auch. Ja. Ich habe noch nichts gegessen. Ich habe eigentlich mal gekocht. Ich dachte, ich komme auf leeren Magen. Ich muss mal heim gekocht, ich habe einen guten Freund eingeladen. Ja? Ah, heute wieder. Kann ich wissen, dass wir heute wieder abgemacht haben? Oh, you gonna do me like that? Okay. So, hey, es war sehr schön, bist du hier. Danke, Matteo, danke vielmals. Mich freut. Das war's gesehen, der Matteo Feelgood Podcast. Nein, danke nicht dafür. Feelgood Podcast mit einem Gast heute, dem Matteo Gudenrath. Dem einzigen Gast heute. Dem einzigen wichtigen Gast heute. Mit so den Haaren gelaufen, was weiß ich was. Nein. Nein, danke, hat mich wirklich gefreut. Ja, bis bald. Witzig gewesen. Bis dann. Ciao. Boop. We'll be right back.